Könntest du mal zur Treppe kommen? Ja, kannst du mal zur Treppe? Siehst du den Murmel, den Glasmurmel, den da liegt? Die Frau ist doch nicht böse. Die Frau ist nicht böse. Die ist am liebsten mit Zug. Weiß ich nicht. Ich liebe diese Tasse, ich weiß nicht warum. Ist echt so. Nee, ne? Oh Gott. Hallo allerseits und willkommen zur ersten Präsentation von Under Papa im Jahr 2024. Ja, es war eine schwere, lange Geburt. Passt irgendwie zu den 9 Monaten, die es gedauert hat. Das ließ sich leider nicht ändern. Es war sehr ärgerlich, aber das ganze Jahr war irgendwie seltsam bisher. Fing schon ziemlich ungut an mit einer bösen Grippe, gepaart mit Covid. Mein erstes Mal, dass ich überhaupt Covid hatte. Hab's also doch nicht geschafft, komplett zu umgehen. Jetzt hat es mich in 2024 erwischt und natürlich hat es sich auch gleich noch zum Long-Covid entwickelt. Wer das nicht kennt oder nicht weiß, was das ist sozusagen ein Aftermath von Covid-Erkrankung, das einfach extrem langwierig ist, teilweise über Jahre gehen kann. Ich hoffe, dass es in meinem Fall nicht so übel sein wird, weil es geht mir mittlerweile etwas besser. Aber es ist halt so, man hat Schwächeanfälle, man ist total schnell ausgelaugt und ermüdet, kommt schnell außer Atem, also man kann überhaupt nicht wirklich große Anstrengungen vor sich nehmen, man kann sich schwer konzentrieren, richtig, anders kann man es nicht sagen. Und das war natürlich auch in Form meiner Depression nicht besonders gut, weil die wurde dann natürlich auch wieder stärker, weil ich komplett ausgenockt war durch den scheiß Long-Covid und nichts Gescheites machen konnte. Das hat natürlich meine Stimmung extrem in ein Loch reingeschoben. Dann hat sich das noch gepaart mit anderen kleinen Problemchen. Und ja, es hat also Ewigkeiten gedauert, bis ich überhaupt dazu kam, mich endlich mal ein Video zu setzen. Und als ich das dann getan habe und das Video fertig war, und das war ein sehr langes Video, weil wir in dieser Präsentation eigentlich 2 Fälle gleich präsentiert haben, die, sagen wir mal, miteinander zu tun haben von der Thematik her. Und deswegen hat das auch doppelt so lang gedauert wie sonst. Und als ich dann endlich alles fertig hatte, schnittfertig zufrieden war und wollte rendern, ging es nicht. Es brach immer wieder ab zwischen 40% und 50%. Egal, was ich probiert habe. Es schien wohl daran zu liegen, dass meine Render-Software unbedingt nach dem letzten Update Windows 11 verwenden wollte und mein Rechner aber für Windows 11 nicht prädestiniert ist, um es mal so zu sagen. Also wurde mir auch über die Microsoft-Benachrichtigung mitgeteilt, dass ich Windows 11 auf diesem Rechner nicht zum Laufen kriegen würde. Hab das an Facebook unter anderem auch gepostet und viele von euch haben versucht zu helfen. Dafür schon mal vielen Dank, Tipps geschickt, inklusive Angebote, Rechner. Aber der angeboten war, der war dann auch nicht, sagen wir mal, technisch besser als meiner, eher schlechter. Hat nicht viel gebracht, aber trotzdem danke fürs Angebot. Und natürlich auch innerhalb des Teams haben wir alles probiert. Und ja, letztendlich hoffe ich, eine Lösung gefunden zu haben nach langer Zeit. Dieses Audiokommentar nehme ich auf, noch bevor ich mit dem Schneiden eigentlich beginne. Deswegen weiß ich nicht, ob es klappen wird. Ich hoffe es einfach mal. Wenn dem so ist, dann werdet ihr es ja letztendlich wissen, aber ich lasse es einfach mal in diesem Kommentar mit drin und hoffe auf das Beste, dass es endlich geklappt hat und dann erstmal weitergehen kann. Ja, also nochmal sorry für die wirklich lange Wartezeit. Es ist einfach ein blödes Jahr 2024 gewesen bisher und ich kann nur hoffen, dass der Rest des Jahres vielleicht hoffentlich ein bisschen besser wird. In diesem Sinne würde ich sagen, fangen wir mal an. In diesem und dem darauf folgenden Fall, den wir präsentieren, wollen wir eigentlich auf die Frage eingehen, die uns in den letzten 11 Jahren immer mal wieder gestellt worden ist. Meistens durch Zeitung, Radio, Podcast oder Fernsehinterviewer. Und zwar, ob wir denn keine Angst hätten, dass uns mal jemand beauftragt, der einfach nur vorhat, uns zu veräppeln. Also sprich, dass die irgendwelche Phänomene faken und ob wir das nicht wirklich rauskriegen und uns auf den Topf setzen lassen, auf gut Deutsch, und am Ende irgendetwas präsentieren oder sagen, ja, paranormal, und dann letztendlich uns die Klienten sagen, haha, verarscht, das waren wir.
und ob wir das nicht davor Angst hätten, dass uns mal sowas passiert. Und die einfache Antwort ist nein, haben wir keine Angst vor, dass uns sowas passiert. Und der Grund dafür ist aber ganz einfach. Wir gehen jeden Fall auf die gleiche Art und Weise an. Mit derselben Sorgfalt, mit derselben Genauigkeit, Aufmerksamkeit. Wir hören genau hin, wir sehen genau hin. Wir hinterfragen sehr, sehr viel. Deswegen haben wir keine Angst, dass uns jemand veräppelt, weil letztendlich geht es bei uns immer nur um das Ergebnis. Was kriegen wir raus? Kriegen wir raus, ist was ungeklärt, ist was geklärt? Und wenn es geklärt ist, ist es uns eigentlich egal, ob wir es als Fake aufklären oder als einfach eine natürliche Ursache, die auch dem Klienten oder den Klienten nicht bekannt waren. Deswegen haben wir keine Angst davor, dass uns jemand veräppelt, weil wir uns eigentlich ziemlich sicher sind, dass wir es dann rauskriegen würden. Und wir machen unsere Arbeit immer auf dieselbe Art und Weise, wie gesagt. Ja, und versuchen, so fehlerfrei und so gut wie möglich für die Klienten zu arbeiten. Und wenn sich halt wirklich jemand die Mühe machen wollte oder gemacht hat, uns da einen riesen Bären aufzubinden, in der Regel sind wir uns da ziemlich sicher, dass wir das auch offenlegen werden im Laufe einer Ermittlung. Woher diese Frage stammt, ist eigentlich recht nachvollziehbar, denn ihr braucht ja heute nur auf YouTube, TikTok, Instagram oder sonst wo nach bestimmten Schlagwörtern zu suchen, wie Poltergeist, Spookhaunting, Paranormal etc. Und ihr werdet tausende von Videos und Clips finden, von denen 90%, wenn nicht sogar mehr, offensichtlich gefaked sind oder sehr fragwürdig in ihrer Glaubwürdigkeit. Und natürlich, mit diesem skeptischen Auge schaut sich jeder, der nach sowas sucht, in der Regel diese Clips an. Und das schließt sicherlich auch unsere Präsentationen mit ein. Nur, wie gesagt, wenn wir einen Fall annehmen, ziehen wir es immer in Betracht, dass natürlich die Dinge nicht so sein könnten, wie sie auf den ersten Blick erscheinen oder uns von den Klienten berichtet werden. Allerdings haben wir auf der anderen Seite auch immer ein offenes Ohr und Verständnis für die Klienten und glauben ihnen zuerst, was sie uns berichten, was sie erlebt oder gehört, gesehen, gespürt etc. haben. Das müssen wir ja auch. Wir müssen es ja erstmal ernst nehmen. Wenn wir von vornherein sagen würden, also sorry, das klingt jetzt wie absoluter Bullshit, da machen wir nichts, ist nicht richtig, denn es gibt diese Phänomene und wir wissen am Anfang erst einmal nicht, ob die Leute das wirklich erleben und deswegen in Angst leben oder ob sie uns einen Bären aufbinden wollen. Am Ende unserer PE wird in der Regel die Wahrheit oder die Ergebnisse offen dargestellt und die Auftraggeber damit konfrontiert, egal ob ihnen die Antwort gefällt oder nicht. Also selbst wenn wir einen Fake aufdecken würden, würde es letztendlich präsentiert werden. Wir präsentieren das auch so online und würden dann eben auch zeigen, hier, der Fall war so und so und die Leute haben uns versucht zu verarschen. Wir hatten auch einige Aufträge, die sich ziemlich schnell von selbst erledigt hatten, weil wir eben tatsächlich während der Vorbearbeitung gemerkt haben und herausgefunden haben, dass sich eben die Klienten da was zusammengesponnen haben oder uns einfach nur gerne im Haus hätten, um uns bei der Arbeit zu beobachten oder kennenzulernen und sich deswegen was fabriziert haben. Und den meisten Klienten solcher künstlich generierten Fällen geht ziemlich schnell der Bobbes auf Grundeis, sobald sie halt merken, wie ausführlich, wie hintergründig und wie genau wir in der Bearbeitung sind. Wir haben einen sehr ausführlichen Fragebogen, detaillierte Hintergrundrecherche zur Location. Allein die Tatsache, dass wir uns wirklich alles aufschreiben und untereinander besprechen, lässt halt sehr schnell Fakes oder versuchte Fakes auffliegen. Es ist halt so, wenn ich ein Vorgespräch mit Klienten führe, schreibe ich mir alle Antworten und alle Fragen auf und bespreche die dann später mit dem Team. Und wenn dann dieselben Klienten zum Beispiel mit Nicole oder Eva oder Thomas, also unseren spirituellen Beratern, Medien sprechen und da etwas komplett anderes auf dieselben Fragen antworten oder völlig in die falsche Richtung gehen, dann kommt das eben zum Beispiel auch raus in der darauf folgenden Teambesprechung. Denn auch die Medien schreiben sich alles auf und dann wird das miteinander abgeglichen. Das ist nur eine der Methoden in der Vorbearbeitung, wie wir versuchen halt die Spreu vom Weizen zu trennen. Und da kommt es halt vor, dass dann Leute gedacht haben, oh, ich fabriziere irgendwas, ich mache was Lustiges, dass die Leute kommen, also dass Undercover kommt. Und dann verheddern sie sich, weil sie halt merken, wie ausführlich wir vorbearbeiten, vorbereiten. Und vielen ist es dann die Mühe dann doch nicht wert,
weil sie gar nicht so weit im Voraus konstruiert haben und nicht darauf gefasst waren, was da eben alles an Fragen und so weiter kommt. Und dann erledigen sich die Fälle oft im Vorfeld. Entweder die Klienten melden sich einfach nicht zurück oder sagen dann, ja, so schlimm ist es nicht, oder sie melden sich später. Also man merkt dann schon, okay, die wollten einfach nur uns mal persönlich kennenlernen und haben nicht wirklich irgendein paranormales Problem. Ist natürlich nicht einfach immer gesagt, dass Leute irgendwelche Fälle künstlich konstruieren, faken, sich was zusammenspinnen, nur weil sie uns mal persönlich kennenlernen wollen oder uns bei der Arbeit beobachten wollen oder uns tatsächlich auf den Eimer setzen und sagen, haha, verarscht. Nein, es gibt sehr oft auch sehr viele andere spezifische Gründe, warum eventuell jemand etwas versucht zu konstruieren oder etwas aufschmückt oder auch einfach nur den Wunsch hegt, dass etwas Paranormales bei ihnen zu Hause passiert. Das kann sehr viele verschiedene Ursachen oder Gründe haben. Und oft offenbaren sie dann am Ende einer PE sehr traurige oder schon, man könnte sagen, depressive Ursachen oder auch beängstigende Ursachen oder Gründe, warum das passiert. Und damit kommen wir zum heutigen Fall. Wir starten also heute mit dem Fall, den wir Be Careful What You Wish For betitelt haben. Zu Deutsch, sei vorsichtig, was du dir wünschst. Und das ist übrigens ein Fall, den unsere Nicole bis heute als den gruseligsten Fall, den sie erlebt hat, mit Undercover bezeichnet. Das heißt schon was, wenn man bedenkt, in welchen Fällen sie überall schon involviert war. Die Klientin in diesem Fall war und ist für uns keine Unbekannte und für alle, die uns regelmäßig hier auf YouTube schauen und die Fälle begleiten, dürfte sie auch keine Unbekannte sein. Wir betiteln sie der Einfachheit halber einfach als I oder die Klientin in dieser Präsentation, um so ein bisschen noch anonym zu halten. Aber wie gesagt, vor einiger Zeit, längerer Zeit, hat uns diese Klientin schon einmal um Hilfe gebeten. Und auch damals hatte der Fall schon recht fragwürdig begonnen. Denn zu Beginn der Voruntersuchung lieferte uns die Klientin selbst aufgenommene Beweise für Phänomene, von denen wir zwei Stück als öffentliche Fakes debunken konnten, direkt zu Beginn, beziehungsweise nachdem wir die Voruntersuchung abgeschlossen hatten und wieder zu Hause waren. Eins war ein mit Photoshop bearbeitetes Geisterbild, auf dem uns der Onkel Fester von den Adams Family entgegengrinste, und ein selbstfabrizierter Krallenabdruck in Mehl oben auf dem Dachboden, bei dem wir ziemlich nachweisen konnten, dass das einfach mit den oberen Teilen der Finger ja künstlich geschaffen worden. Das war kein Abdruck, das war reingedrückt. Und dementsprechend, wie gesagt, fing halt dieser Fall auch schon sehr kontrovers an und hat natürlich eine Menge roter Flaggen gehisst. Und wir haben im Team dann halt besprochen und gesagt, ob das überhaupt Sinn macht. Aber als wir halt die Voruntersuchung, also die Aufnahmen analysiert haben, ist uns eben aufgefallen, dass da tatsächlich auch ungeklärte Phänomene zugegen waren. Trotz der offensichtlichen Fakes. Wir haben uns also dann im Team besprochen und haben das dann auch mit der Klientin besprochen und haben halt gesagt, pass auf, hier die zwei Aufnahmen oder Bilder, das sind Fakes und haben das auch nachgewiesen. Aber wir haben auf der Analyse der Voruntersuchung eben doch ein paar ungeklärte Sachen gefunden und würden tatsächlich, wenn sie das möchte, eine PE dort bei ihr abhalten. Allerdings, Voraussetzung oder Warnung, sollten sich mehr weitere Fakes herausstellen oder sie versucht während der PE uns irgendwie zu veräppeln. Wir werden das alles aufzeichnen, offenlegen und auch präsentieren. Das heißt, das kommt in die Präsentation, egal ob echt oder eben unecht, werden wir beides zeigen und darüber sollte sie sich eben im Klaren sein, ob sie das will. Sie hat sich erstmal entschuldigt, hat auch gesagt, das war nicht ihr Werk, sondern das war ihre Nachbarin involviert. Jada, jada, jada. Wir haben auf jeden Fall die PE durchgeführt und zu unser allen und auch der Überraschung der Klientin haben wir dort tatsächlich einiges an ungeklärten / paranormalen Phänomenen festhalten können. Und es war ein ziemlich intensiver Fall, der sogar dafür geführt hat, dass einer aus dem Team das Team dann ziemlich darauf verlassen hat, weil er in Berührung mit einer großen und sehr unangenehmen dunklen Materie / Entität wurde. Und davon hat er sich nicht wirklich mehr erholt. Also alles andere als Fakes, was wir dort festgestellt haben. Und auch die Klientin war wohl zum einen sehr überrascht. Sie hat wohl nicht damit gerechnet, was da los war. Und es hat sie auch sehr
ja, verängstigt, was dann dazu geführt hat, dass sie auch sogar umgezogen ist mit der gesamten Family. Den ersten Fall mit I blenden wir jetzt hier mal kurz ein. Und ich würde tatsächlich empfehlen, was wir normalerweise in vielen Sachen nicht machen, aber falls ihr den Fall noch nicht gesehen habt, würde ich empfehlen, schaut ihn euch erst einmal an, bevor ihr mit diesem hier weitermacht. Es klärt eine Menge Kontext auf und ihr habt dann auch über bestimmte Dinge und auch Fragen und Antworten, die während dieser PE dann gestellt worden ist, sagen wir mal den Hintergrund, das Hintergrundwissen, warum das so gefragt ist und warum wir auch agiert haben, wie wir agiert haben. Nach der PE, nach der Besprechung der PE und dann auch der Präsentation hier auf YouTube, haben wir auch immer noch sporadisch Kontakt zu der Klientin gehabt. Sie hat sich immer wieder bei uns gemeldet, wenn sie Fragen hatte, wenn sie irgendwelche Erklärungen noch gesucht hat, etc. pp. Wir haben da auch immer ganz normal geantwortet, reagiert. Sie hat uns dann auch irgendwann mitgeteilt, dass sie umgezogen ist, dass sie aus diesem Spukhaus ausgezogen ist, weil es ihr doch da nicht so, sich nicht so wohl gefühlt hatte. Und sie ist zwar im selben Ort, ein paar Straßen weitergezogen in ein neues Haus und war guter Dinge, dass das damit auch mit dem Spuk ein Ende haben sollte. Allerdings kamen dann nach einiger Zeit Nachrichten von ihr, dass auch im neuen Haus scheinbar ein paar seltsame Dinge vorkamen oder vorgekommen sind. Aber sie hat sie selber als eher unscheinbare Kleinigkeiten beschrieben, also wie sie hat Schritte auf der Treppe gehört, als würde jemand nachts die Treppe hoch und runter laufen, Holztreppe knarrt halt, Gegenstände würden mal an einer anderen Stelle liegen, als sie ursprünglich abgelegt worden sind. Und das war es eigentlich erst einmal hauptsächlich so. Sie versicherte uns, dass es nicht so sonderlich Sorgen bereiten würde und sie hat gesagt, wenn wir mal Zeit haben und hier keine anderen Aufträge oder so, würde sie sich schon freuen, wenn wir vielleicht das einfach zur Sicherheit halber nochmal schauen würden bei ihr, aber es wäre erstmal nicht so wichtig und hat Zeit und damit war die Sache eigentlich auch erst einmal so in unserer Dringlichkeitsliste sehr weit unten, weil es war keine unmittelbare Bedrohung oder Beängstigung und es war auch niemand groß davon betroffen. Also haben wir das auch so behandelt und haben erstmal die Fälle bearbeitet, die eine höhere Dringlichkeit hatten in der Zeit. Doch dann, nach einiger Zeit, erreichten uns plötzlich Nachrichten, dass sich die Phänomene erheblich verschlimmert hatten. Jetzt war die Rede von Poltergeist-Phänomenen, sprich Dinge haben sich bewegt, sind umgeworfen, rumgeworfen worden. Night Terrors, also Nachtterror, Nachtangst der Kinder, das heißt, die wachten nachts auf. Und hatten Angst, hatten das Gefühl, sie wären nicht allein im Zimmer, wollten nicht mehr in ihren Zimmern schlafen. Von Berührung war die Rede. Die Schritte auf der Treppe wirkten jetzt lauter und schwerer. Und die Klientin und ihre Kinder begannen sich natürlich jetzt doch erheblich zu ängstigen. Sie beschrieb vor allem eine Erscheinung einer dürren, bleichen Frau mit langen Haaren, dünnen, knochigen, nackten Armen, bekleidet mit einer Art Nachthemd oder auch vielleicht Krankenhaushemd. Und die hat sie immer jeweils auf der Straße direkt unterhalb des Kinderzimmers, wo der kleine Sohn geschlafen hatte. Zuerst, glaube ich, die Tochter und der kleine Sohn oben, dann wurde getauscht. Aber auf jeden Fall unterhalb dieses Zimmers auf der Straße gegenüber stand diese Frau oder saß auch manchmal vor einem Hauseingang. Und jedes Mal, wenn Ian nach unten schaute, winkte die Frau ihr hoch, schaute sie an und schien etwas zu sagen, was sie aber nicht verstehen konnte. Und jedes Mal, wenn ihr dann das Fenster geöffnet hat oder ist sogar runtergegangen und wollte auf die Straße, war die Frau verschwunden. Und irgendwann hat sie angeblich die Frau auch einmal in der Wohnung, im Haus gesehen, im Augenwinkel und dann war sie wieder verschwunden. Und der kleine Sohn, der das jüngste Familienmitglied, der hat immer wieder von einem blauen Jungen erzählt, der ihn nachts stören würde in seinem Kinderzimmer. Und er hatte Angst vor diesem blauen Jungen. Da jetzt auch wieder Kinder involviert waren, die anscheinend direkten Kontakt zu eventuellen Entitäten hatten. Die Tochter hat berichtet, sie würde nachts immer angefasst werden. Und der kleine Junge, wie gesagt, hat von diesem blauen Jungen erzählt, der ihm Angst macht, rutschte der Fall insgesamt wieder ganz nach oben auf unsere Dringlichkeitsliste. Und Thomas und ich erklärten uns dann auch bereit, nach einigen Vorgesprächen und Telefonaten mit der Klientin, dass wir eine Voruntersuchung in dem neuen Haus durchführen würden. Und gesagt, getan, das haben wir dann auch gemacht. Thomas und ich erreichten das Haus und sprachen uns nochmal mit der Klientin und ließen uns dann erstmal im Haus alle Räume zeigen, inklusive der Hotspots, wo was passiert ist.
Wir haben ein Base Reading durchgeführt, dass wir also alle Räume abgecheckt haben, ob irgendwo EMF-Quellen zu finden waren, sei es natürliche, sei es nicht erklärbare, alles fotografiert und gefilmt. Und es verlief eigentlich ohne nennenswerte Vorkommnisse. Das heißt, wir haben EVP-Kurzsessions gemacht und ja, wollten eigentlich dann, nachdem wir es abgeschlossen hatten, ungefähr anderthalb, zwei Stunden später, wollten wir alles einpacken und uns auf den Rückweg machen, um eben die aufgenommenen Daten auch zu analysieren und zu besprechen. Und dann passierte eben etwas sehr Unerwartetes. Dasselbe, wir hatten keine Kamera laufen, erst danach, deswegen erzähle ich euch, was passiert ist. Die Klientin und ich standen im Türrahmen von der Küche, die zum Flur führte, mit Rücken zur Küche. Sie hatte ihren kleinen Sohn auf dem rechten Arm und mit dem linken, und der linke Arm, ja, war frei. Thomas stand uns gegenüber im Flur. Und wir haben gerade abschließend gesprochen, wollten los und auf einmal gab es einen lauten Knall hinter uns. Wir alle drehten uns erschrocken um und wir sahen, dass hinten an der Wand der Küche, an der Fliesenwand, eine zerschepperte Tasse lag. Und diese Tasse stand zuvor links auf der Theke, auf der Küchentheke, ganz in der Nähe, wo Klientin und ich gestanden hatten. Wir haben uns auch hinten dann die Wand genau angeschaut und haben gesehen, dass die Tasse eben gegen die Wand geknallt werden, sein muss, denn dort war ein offensichtlicher Kaffeefleck zu sehen vom Aufprall. Das sieht so aus, als wäre sie hier gegen die Wand geknallt. Ja. Ja. Und die Scherben lagen direkt darunter. Und als wir uns umgedreht haben, haben wir sogar die Scherben noch sich drehen und wackeln gesehen. Also es war unmittelbar passiert und umgedreht. Das haben wir dann aufgenommen, um zu dokumentieren, was passiert ist, auch wenn wir es live nicht aufnehmen konnten. So, nur um es festzuhalten. Hier hatte ich die Tasse hingestellt und wir sind gerade hier rausgelaufen. Auf einmal gab es einen Knall und da ist die Tasse jetzt. Oder der Rest davon. Wir haben es leider nur gehört, nicht gesehen. Und die ist hier an die Wand geschleudert worden, wie es aussieht. Ich habe mich so erschrocken. Das sieht so aus, als wäre sie hier gegen die Wand geknallt. Ja? Ja. Ist da jetzt was? Das ist selten. Und dann haben wir die Klientin rausgeschickt mit Kind und zu ihrer Mutter, die war auch da. Und die sollten draußen warten. Wir haben die Tür geschlossen und haben versucht, Kontakt aufzunehmen zu was auch oder wem auch immer eventuell diese Tasse da durch die Luft gefeuert hat. Wir haben also, wie gesagt, versucht, Kontakt aufzunehmen, herauszufinden, wer oder was das war und haben natürlich auch gebeten, wie man das so macht, kannst du das nochmal tun? Und dann passierte Folgendes. Kannst du noch etwas bewegen? Hier bei uns und nicht da draußen? Was war das denn jetzt? Oh. Habt ihr was umgeworfen? Nein. Wo kam das her? Ja, haben wir ja. Nein, hier. Wo? Hier im Zimmer. Okay. Hier im Zimmer. Dein ganzer Tisch hat einen Flug gemacht. Ich wollte mich gerade die Windel einfach anziehen. Der ganze Tisch knallt um. Leon, komm mal her. Und auch noch von Leonie, das andere Zimmer. Ach du Scheiße. Deswegen sieht wir machen ja alles im Arsch hier, klar. Deswegen sind sie Milchschweinchen auf für unsere Ausflug. Komm mal, wir machen mal dein Hinter, machen wir jetzt. Okay. Mama, einmal kurz ein Puppe machen. Ganz schön. Sind wir da, wo wir nicht sind? Toll. Das soll er nicht. Das soll er nicht. Und schön den Sand verschüttet. Mama! Ja, das kann man nicht. Und ihr wart wo? Wir saßen da. Wir saßen auf der Couch, ich wollte für die den Hintern machen gerade. Ich hab den Tisch voll an den Bein gekriegt. Aber mit einem Schwung, wirklich. Natürlich haben Thomas und ich dann auch wieder versucht, auch hier direkt Kontakt aufzunehmen zu jemandem oder etwas, das diesen Tischflip verursacht hatte. Auch hier ein paar Mitschnitte aus der Audioaufnahme, vor allem von Thomas. Es sagt aber auch noch nicht so viel aus, aber es gab auf jeden Fall Reaktionen. Hier ist ein Flüstern zu hören, nachdem Andreas anmerkt, der Tisch wäre recht leicht. Der Tisch selber ist recht leicht.
Hier ist eine unbekannte, männliche Stimme zu hören, nachdem Andreas die Buddha-Figur erwähnt. Die Figur ist doch wohl eine Buddha-Figur. Ja, ich weiß es nicht. 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 Gab aber allerdings keine, sagen wir mal, live erlebbaren Reaktionen. Also jetzt kenne ich irgendwie Ausschläge auf den Geräten oder weitere Geräusche oder Vorkommnisse. Nur eben Audioaufnahmen, die wir dann natürlich erst bei der Analyse feststellen konnten. Deswegen beruhigten wir die Klientin, ihre Mutter, alle sagten, wir werden so schnell wie möglich analysieren und dann einen Termin für die PE machen und machten uns dann letztendlich wirklich darauf an, jetzt endlich zu gehen. Und man musste noch ein Stück die Treppe runter in den Hof laufen, um das Haus zu verlassen. Thomas war schon unten bei der Haustür, ich war ungefähr 3 Stufen weiter unten. Als es wieder einen Schlag hinter mir gab und auch die Klientin wieder aufschrie, ich drehte mich direkt um, hüpfte sozusagen hoch in den Flur und da sah ich, dass dort eine Art Glaskugel über den Boden noch rollte und langsam zum Stehen kam. Und zwar links von der Treppe und gegenüber sozusagen von der Klientin. Und was auch seltsam war, ist, dass der Boden, wo ich oben stand, extrem stark vibrierte, fast wackelte, als würde einer in einem Nachbarraum mit dem Presslufthammer auf den Boden rumhauen. Keine Ahnung, was das war. Und Klientin erzählte mir dann, ja, sie hätte, wäre gerade raus aus der Küche gegangen und dann wäre ein schwerer Glaskerzenhalter in Form einer halben Kugel an ihr vorbei in den Flur geschossen gekommen und hinten gegen die Wand und dort zum Stehen gekommen, was ich dann auch das letzte Stück davon gesehen hatte. Und ja, das war jetzt der dritte Poltergeist, oder das dritte Poltergeist-Phänomen, sagen wir so, in Folge. Und wir haben diesmal dann nicht versucht, nochmal Kontakt aufzunehmen, weil bei den ersten beiden, wie gesagt, auch keine offensichtliche Reaktion darauf kam. So dass wir sagen, ja, okay, wir versuchen so schnell wie möglich zu analysieren und dann einen PE-Termin zu machen und sollen halt vorsichtig sein. Aber wir konnten jetzt in dem Augenblick nicht wirklich groß was machen. Zudem gab es halt eben auch das Problem, dass sich eine sehr starke Skepsis bei uns beiden, aber vor allem eine fast schon überwältigende Skepsis bei Thomas einstellte. Und der Grund dafür ist eigentlich auch recht einfach erklärbar. Wie gesagt, bei Thomas waren es 99% Skepsis, das war nicht echt. Bei mir waren es so 50% Skepsis und 50% Hoffnung, dass es echt war. Denn ich persönlich selber bin absoluter Sucker für Poltergeist-Phänomene. Als Poltergeist-Phänomene beschreibt man die Phänomene, dass Dinge hier in unserer materiellen Welt bewegt, manipuliert werden durch eine nicht sichtbare, nicht mal immer messbare, ja, Materie. Entität, whatsoever. Also sprich wirklich hier, Sachen fliegen durch die Gegend, bewegen sich, werden einen ausgeschaltet, solche Sachen. Finde ich immer wieder spannend. Finde das toll, wenn man das sogar aufnehmen kann, um es zu präsentieren. Aber auch wenn man es live erlebt, wie zum Beispiel das Erlebnis mit dem Schrank von damals, das ist einfach was, das bleibt bei mir hängen. Ich bin da ein absoluter Fan von. Nun kommen wir aber zu dem Problem mit besagten Poltergeist-Phänomenen an sich. Denn Poltergeist-Phänomene sind nach Ganzkörper- oder Vollkörper-Manifestationen die seltensten und rarsten ungeklärten paranormalen Phänomene, die es gibt. Aber gleichzeitig sind es auch die häufigsten Phänomene, die ihr auf irgendwelchen Videoclips im Internet finden könnt. Allein wenn ihr, ich sagt euch vielleicht Nukes Top 5, Top 10 was sagt oder Slap Tem oder so Spooks, so wie sie alle heißen, die halt so diese Zusammenstellung von Clips präsentieren, denen irgendwas Paranormales oder Ungeklärtes passiert oder zu sehen ist, sind mindestens 3 Clips immer Poltergeist-Phänomene. Meistens fallen Sachen aus irgendwelchen Schränken, Türen gehen auf und zu, Sachen wackeln, schwingen und so weiter. Ihr seht das fast in jedem Video, jeder Zusammenstellung. Und auch so, wenn ihr allein nach Poltergeist sucht, findet ihr so viele Videos. Und das Problem ist, 99% dieser Videos sind gefaked. Viele sogar sehr offensichtlich gefaked. Da sieht man die Fäden oder wie sie es gemacht haben oder
trickreiche Cuts und so weiter. Und oft ergeben diese Videos auch keinen Sinn, weil Leute manchmal mit dem Handy in irgendwas filmen, wo man sich fragt, warum filmt derjenige jetzt genau die Ecke von dieser Schublade? Oder warum filmt derjenige jetzt da in die Ecke hinter den Fernseher? Ja, ohne Vorgeschichte, ohne Erklärung. Und dann wird dort irgendwas weggeschoben oder fällt um oder sonst was. Oder manche lassen Kameras in Küchen, oft sind es Küchen, stehen und dann passiert immer dasselbe. Schubladen gehen auf, Sachen werden rausgefeuert, Sachen fallen von der Theke. Und das meiste davon ist Fake, das ist Clickbait, die Leute wollen einfach nur Klicks und Aufmerksamkeit. Und solche Videos machen halt uns unsere Arbeit auch so schwer und knagen an der Glaubwürdigkeit von paranormalen Ermittlern und Ermittlerteams. Ihr könnt einfach nach einem Leitfaden gehen. Umso mehr Poltergeistphänomene nacheinander in einer Szene passieren, umso unglaubwürdiger und wahrscheinlich unechter sind diese Phänomene. Denn ihr müsst euch vorstellen, eine nicht sichtbare Energie, sei es eine Entität, whatever wie ihr es nennen wollt, schafft es, einen aus fester Materie bestehenden Gegenstand zu manipulieren, zu bewegen, ja sogar zu werfen oder wie auch immer. Dafür muss eine Menge Energie aufgebracht werden. Das ist auch manchmal messbar, wenn dann wirklich hohe Spikes passieren. Und wie mächtig muss eine Entität sein, dass sie Gegenstände, mehrere am Stück, solche Phänomene am Stück ablaufen lassen kann, dass Schubladen aufgehen, Türen aufgehen. Da müsste, keine Ahnung, müssten oben die Glühbirnen müssten explodieren oder es müssten Kurzschluss oder irgendwas geben. Bei so einer hohen Energieausstoß, der diese ganzen Phänomene so lange am Stück und hintereinander fabriziert. Es ist nicht unmöglich, dass es Entitäten gibt, die das können. Das wollen wir nicht sagen. Natürlich gibt es die. Aber die sind sehr, sehr selten, sehr, sehr rar. Und das genau war unser Problem in diesem Fall. Denn hier waren direkt drei Phänomene nacheinander aufgetreten und das waren auch keine Kleinigkeiten. Im ersten wurde eine Tasse 2,5-3 Meter querfeldein durch den Raum geworfen gegen eine Wand mit so viel Kraft, dass sie dort in mehrere Splitter zersprungen ist. Und das war auch keine super dünne Tasse oder so. Und wir wissen, jeder von euch ist bestimmt schon mal eine Tasse runtergefallen. Oft gehen die noch nicht mal richtig kaputt dadurch. Vielleicht geht der Henkel ab oder es geht nur ein Stück ab. Aber um eine Tasse richtig kaputt zu machen, müsst ihr schon mit Kraft das Ding auf den Boden oder gegen eine Wand werfen. Dann der Tisch. Das war kein super schwerer Tisch. Das ist einer dieser leicht Holz von Pogo oder von Roller oder wie auch immer. Aber trotzdem, das Ding auf den Kopf zu flippen, hochzuschleudern und dazu gehört auch eine Menge Energie. Und als letztes diese Glashalbkugel mit der Kerze drin. Das Ding war schwer, das war dickes Glas. Ist auch nicht kaputt gegangen, wie man sehen konnte oder wir gesehen haben. Und trotzdem dieses Ding zu werfen, und das angeblich vom Küchentisch bis zur Wand hinten im Flur, das ist eine ganz schöne Strecke. Dazu gehört auch verdammt viel Energie. Und das dann immer darauf, wenn wir versucht haben, dass er es nochmal tut, er sie es, gar nichts passiert ist, nicht mal eine Kleinigkeit, nicht mal ein Klopfen an der Wand, eine Tür, die vielleicht langsam auf oder zu geht, nichts. Das ist halt der Grund für die hohe Skepsis an diesen drei Phänomenen. Für Thomas und später Carsten, der sich den Bericht angehört hat von uns, der sich die Videoaufnahmen und die Fotos angeguckt hat, war das zu viel des Guten. Diese drei Phänomene am Stück. Und die waren sich sicher, das war die Klientin und ihre Mutter, die haben das selber fabriziert. War es auch immer so, gerade so außerhalb unserer eigenen Sichtweite und es lief kein Aufnahmegerät, also zumindest nicht direkt drauf gerichtet, dass wir den Beweis sozusagen hätten. Ich selbst hatte ein anderes Bauchgefühl, ich hatte gesagt, da ist trotzdem mehr dran und auch Nicole hatte dieses Gefühl. Auch als sie später nochmal medial reingeschaut hat, sagte sie, da ist mehr dran. Deswegen war hier schon mal unser Team, vor allem das Team, was auch zur Ermittlung gehen wird, so ein bisschen zweigeteilt. Die eine Seite extrem kontra und die andere Seite mehr pro. So im Zweifel für den Angeklagten, wie man so schön sagt. Aber es gibt auch ein paar Abers bei den Phänomenen zu beachten, wieso es, sagen wir mal, nicht hundertprozentig auch gesagt werden kann, dass die Klienten selber waren. Also sie und ihre Mutter. Und das will ich euch mal kurz näher bringen. Zuerst die Tasse. Thomas, seine Theorie war, dass die Klientin die Tasse mit dem linken Arm einfach so sozusagen blind nach hinten geschleudert hätte. In der rechten, wie gesagt, zu mir gerichtet, hielt sie ihr Kind und war sehr nah an mir dran.
Das heißt, der Fuß von dem Kleinen, der kloppte mir immer so ein bisschen gegen die Hüfte. Und mit dem linken Arm, freien Arm, soll sie die Tasse sozusagen nach hinten geschleudert haben. So, es ist nicht unmöglich, dass dem so war. Aber es ist sehr fraglich. Denn erstens die Strecke. Dort, wo die Tasse stand, bis zur Wand, das waren gut 2,5 bis fast 3 Meter. Und es wurde mit solchem Schwung gegen die Wand geschleudert, dass sie nicht irgendwie auf dem Boden zerschollen ist und dann zur Wand hintergerutscht ist, sondern sie ist bis an die Wand, dort zerschollen und dort liegen geblieben. Das heißt, erheblich hoher Kraft- oder Schwungaufwand wäre nötig gewesen. Und jetzt ist das Folgende. Ich stand ja direkt neben der Klientin, wie gesagt, und der Fuß vom Kleinen war auch an meiner Hüfte. Und ich habe keinerlei ruckhafte Bewegungen von ihr gesehen. Auch nicht, dass sie sich irgendwie leicht zur Seite gedreht hat oder gezuckt hat. Das hätte man auch auf der rechten Seite gemerkt mit dem Arm. Denn wir haben das getestet. Also rechts einfach hier Stofftier oder Kissen in die Hand genommen und versucht mit links einen Plastikbecher so weit wie möglich zu schleudern, ohne dass sich der Oberkörper groß bewegt und der Arm bewegt, dass man keine Bewegung sehen kann, ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Oder du musst so einen Schwung und schnell und Kraft haben, dass es wirklich Bruce Lee-mäßig sozusagen und das keiner sehen konnte. Und Thomas stand ihr direkt gegenüber und auch er hat diese Bewegung nicht gesehen. Auch wenn seine Theorie war, dass sie das gemacht hat. Und ich stand, wie gesagt, neben ihr und habe solch eine Bewegung auch nicht gesehen. Also es ist höchst fraglich, ob sie das hinbekommen hat. Wir kommen später zu einer Theorie, wie es hätte möglich sein können, mit einer gewissen Unterstützung. Aber erst einmal rein von der Logik und auch von dem Test her nicht so leicht machbar. Als zweites der Couchstich. Klar, Meinung vor allem von Thomas, dann später auch Carsten war, das waren die beiden Damen selber. Die haben den Tisch umgeworfen, schön mit Schmackes und uns dann gerufen, um ein weiteres Phänomen sozusagen auszulösen. Aber man muss halt auch Folgendes bedenken. Wie ihr auf der Videoaufnahme selber hören und sehen konntet, bitte ich eine eventuelle Entität darum, noch einmal etwas zu bewegen, umzuwerfen. Und direkt darauf erfolgt der Schlag von dem umgeworfenen, hochgeschleuderten Tisch. Kannst du noch etwas bewegen? Hier bei uns und nicht da draußen? Was war das denn jetzt? Habt ihr was umgeworfen? Wo kam das her? Wir haben wir ja. Nein, hier. Wo? In Julis Zimmer. In Julis Zimmer. Der ganze Tisch hat einen Flug gemacht. Ich wollte für die gerade die Windel anziehen. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich hätte hier die Meerschweinchen auch so ausgerastet. Das ist ungefähr hier. Um das so perfekt, sagen wir mal, zu faken, hätte jemand, eine der beiden Damen, hätte an der Tür horchen müssen, an der Küchentür, auf Cue horchen müssen, so, jetzt bittet er darum, was zu machen, hätte der anderen irgendwie ein Zeichen geben müssen, die hätte dann reinrennen müssen zu dem Tisch, den umwerfen, während die andere auch zurückrennt, um dann zu reagieren, als wir rauskamen und uns zu erzählen, was passiert ist. Machbar, ja, aber erstens, man hört auf der Aufnahme niemanden rennen oder Schritte oder sowas und im Flur gehört, wenn da jemand lang gerannt wäre. Man hört ja allein schon, wenn nur einer läuft. Und wir selber hätten das vielleicht sogar gespürt, die Erschütterung, dass jemand wegläuft, das war nicht der Fall war. Kannst du noch etwas bewegen? Ich sage immer im Zweifel erst einmal für den Angeklagten, denn man kann weder das eine noch das andere beweisen. Und wie gesagt, auch hier, entweder war ein Riesenzufall, dass sie genau in dem Moment das Ding umwerfen, kurz nachdem ich die Frage stelle, oder sie haben es abgepasst und abgehört und sie irgendwie Zeichen gegeben. Außerdem, wir bleiben ja auch immer bei der Meinung, Zufälle an sich gibt es nicht. Als letztes noch dieser Glaskerzenhalter. Natürlich könnte die Klientin den selbst geworfen haben, während wir die Treppe runtergehen. Machbar. Allerdings, wie ihr auch auf den Bildern und Aufnahmen seht, steht der Küchentisch selber sehr mittig, ein Stück in der Küche drin und die Kerze stand entweder auf dem Tisch oder sogar hinten auf der Fensterbank, eins von beiden, also sehr weit weg von der Tür. Also hätte die Klientin in die Küche rennen müssen, sich
den Kerzenhalter schnappen, zurück zur Tür rennen, während sie dahin rennt, am besten schon das Ding nach draußen feuern und dann völlig ruhig und nicht groß außer Atem dort stehen bleiben und einfach nur oh machen, damit wir uns umdrehen und gucken und ich sehe und wir ich sogar noch die rollende, sich auf der Stelle rollende, also drehende Halbglaskugel zu sehen bekomme. Ich meine, das wäre extrem viel Energieaufwand und Dingsaufwand, aber ganz so schnell und geschickt schätze ich die Klientin, no offense, nicht ein. Ihr könnt euch vorstellen, dass die anfolgende Diskussion ziemlich heftig war im Team. Es gab Pro, es gab Kontras. Es gab die einen, die sagen, das kann nur gefaked sein, das waren zu viele, vor allem Poltergeist-Phänomene, aufeinanderreihend und dann nichts danach, das passt nicht. Wie mächtig muss eine Entität sein, um sowas auf die Reihe zu kriegen? Und danach hat sie sich ausgepowert oder was oder neu aufgeladen. Dann gab es die Gegenargumentation, indem ich halt gesagt habe, man kann denen nicht hundertprozentig nachweisen, dass es gefaked war. Eben die Argumentation, die habt ihr selber gehört, zur Kerze, zum Tisch, zur Tasse. Auch das habe ich angebracht. Und ich sagte, die Vibration, die ich gespürt habe am Boden, das war ist auch nicht erklärbar. Das war nicht die Glaskerze, die gerollt ist, sondern das war viel, viel heftiger. Letztendlich waren da Nicole und ich vor allem so das Zünglein an der Waage, das zur Entscheidung geführt hat, okay, wir machen eine PE. Aber es gibt dafür eine Menge wichtiger Voraussetzungen, die wir und auch die Klienten erfüllen müssen. Erste Voraussetzung war, dass alle Bereiche, in denen sich Personen in dem Haus aufhalten könnten, mit einer Kamera und Audiorekordern oder Audiorekordern überwacht werden. Und zwar für die gesamte Zeit der PE. Dass eben niemand irgendwo heimlich was verschieben, umwerfen, rumwerfen kann, ohne dass er auf irgendeiner Kamera erscheint. Und der zweite große Voraussetzung war, dass, denn die Mutter sollte bei der PE auch wieder anwesend sein. Das ist halt so, war halt ständig da. Und dass keiner der Personen, die anwesend sind, alleine, jemals alleine sein wird. Es wird immer jemand aus dem Team bei den beiden sein. Das hat auch weitgehend gut funktioniert. Es gab eine Zeit lang, da hat die Mutter alleine im Wohnzimmer auf der Couch gelegen und an irgendeinem Handy rumgespielt, aber da war auch keine Session in der Nähe und es war einfach nur der Raum, wo man sich zurückziehen konnte in dem Moment. Und da liefen auch Kameras, die sie also aufgenommen haben. Es war einfach der Grund, dass wir eben sicher gehen wollten, dass von seitens der Klientinnen in dem Fall, keiner auf dumme Gedanken kam, irgendwas zu fabrizieren, irgendwas zu faken, dass wir eben uns versuchen, da irgendwie einen Bären aufzubinden. Das war Voraussetzung, dass wir die PE durchführen. Das haben wir den Klientinnen auch erklärt. Haben wir auch erklärt, warum. Haben wir auch erklärt, es ist einfach 50-50. Da ist Skepsis, da ist legitim, kann sein, dass es echt war. Sie hat natürlich darauf bestanden, klar, dass es echt war, beide. Aber wir haben gesagt, wir müssen da eben vorsichtig sein und einfach sicher gehen, dass alles, was wir aufnehmen, nicht von irgendeinem von den Klienten oder auch von uns selbst irgendwie verursacht wurde. Ja, dass man aus Versehen irgendwo dran gestoßen ist und dann fällt was um, aber man sieht es nicht und dann später sieht man das umgefallen und sagt, oh, das war sicher, dass eben alles auf Kamera und auf Audio zu sehen und zu hören ist. Dass immer einer in der Nähe war, immer dabei war. Dass die nicht irgendwie sich auch irgendwas einfallen lassen oder absprechen und so weiter. Ist einfach zu unserer Sicherheitsabsicherung, aber auch zur Absicherung der Klienten, was die Ergebnisse angeht. Denn die sollen natürlich ebenfalls, wie immer, unverfälscht und echt sein. Die Klientin sagten, ja, ist okay. Und so haben wir dann die PE gestartet später. Dann startete die PE. Wir haben natürlich alle Geräte, alle Kameras aufgestellt, die VR-Kameras, Infrarot, Full-Spektrum-Kameras, dazu Trigger-Reaktionsgeräte, Audiogeräte, REM-Pod, Bewegungsmelder, Geophon, Leuchtball, Murmeln auf der Treppe, falls eine Entität Lust hatte, was zu bewegen oder was zu benutzen. Dann machten wir natürlich das Base-Reading noch einmal, um alles festzuhalten, auch dort keine ungewöhnlichen Ausschläge, wo sie nicht hingehörten, alles noch völlig ruhig und normal. Und dann machte Nicole ihren Rundgang, fuhr sozusagen ihre medialen Antennen aus, um sich überhaupt erstmal in das Haus hineinzufühlen. Und sie fing tatsächlich einiges Interessantes auf. Während ihres medialen Rundgangs fing Nicole zu verschiedenen Zeitpunkten insgesamt drei verschiedene Energien, Präsenzen auf. Die schwächste wirkte weiblich, eine etwas ältere Frau,
Dann hatte sie ein Kind, eine kindliche Energie, männlich, junge und dann eine männlich erwachsen und sehr unfreundlich und abweisende Energie. Aber das Interessante da war, was sie erklärte, war, dass die Präsenzen des kleinen Jungs und die des bösen oder wütenden Mannes sich sehr ähnlich waren und oft wie ineinander verschwommen. Und sie hat dann sehr früh die Theorie aufgeworfen, es könnte sein, dass es sich bei diesen beiden Präsenzen um ein und dieselbe handelt und um eine Art Formwandler. Eine Möglichkeit, was wir im Hinterkopf behalten. Während des Kameraaufbaus kam es dann auch zum ersten kleinen Zwischenfall, nennen wir es mal. Der ein bisschen seltsam ist, aber vielleicht auch völlig normal, also erklärbar ist. Es ist so ein Zwischending wieder, wie vieles in diesem Fall. Es war folgendes, ich war oben beim Aufbau der Jägercam, also der bewegungsgesteuerten Infrarotkamera, die man meistens draußen in irgendeinem Baum hängt, um Wildleben, also Wildlife, aufzunehmen. Aber das benutzt man halt auch gerne bei einer PE, weil es halt nur aktiviert wird, wenn sich irgendetwas bewegt, dann nimmt es eine Minute auf und oder auch nur 30 Sekunden, das kann man einstellen, etc. Wie dem auch sei, das Ding war auf dem Tripod gestellt und ich hatte das im Schlafzimmer der Klientin, das direkt zur Gegenüber des Zimmers der Tochter sich befand. Und da ich wollte damit beide Durchgänge im Auge behalten, falls da sich irgendjemand durchbewegen sollte. Denn es gab ja auch vor allem im Zimmer der Tochter zu Phänomenen. So, nachdem ich die Kamera aufgestellt hatte, ich hatte sie auf den Nachttisch gestellt, bin ich aufgestanden und habe den Raum verlassen und habe draußen dann auf einmal einen lauten Schlag gehört. Und ich war erstmal etwas verwirrt und habe dann erstmal runtergerufen, ob jemand das auch gehört hätte, ob jemand hätte was fallen lassen. Und ja, das wurde verneint. Ich habe mich dann oben umguckt und bin zurück ins Schlafzimmer und habe dann gesehen, dass die Kamera auf dem Boden lag. Und hier ist die Aufnahme von der Kamera, als das passiert ist. Ich hatte die Cam stabil auf einem Tripod, der lässt sich auch so ein bisschen verbiegen und in die richtige Position bringen, auf eine glatte Oberfläche, sprich den Nachttisch gestellt. Das Ding, kurz nachdem ich es abgestellt habe, aufstehe, weggehe, sieht man, es kippt über. So, wenn ich das Ding aufs Bett gestellt hätte, auf die Matratze, dann könnte es sich leichter erklären, dass dadurch, dass ich aufgestanden bin, das Gewicht von der Matratze, die Matratze geht nach oben, Kamera wackelt, fällt um. Das wäre die einfachste Erklärung. Es war einfach nur Schwerkraft und nichts Besonderes. Das Komische ist halt, dass die Kamera sehr stabil auf dem Nachttisch stand und dann nach vorne, wie als würde sie nach vorne gedrückt oder hinten angestupst und umfällt. Trotzdem kann es sein, dass vielleicht, weil es steht auf einem Kugelgelenk, die Kamera, die ist etwas höher, hat auch ein bisschen Gewicht, weil es sind ja da allein, glaube ich, 6 oder 8 Batterien drin, dass das Ding funktioniert. Vielleicht war sie etwas angeschrägt und ist dann einfach durch die Schwerkraft trotzdem nach vorne umgekippt. Es ist möglich. Aber wenn wir später in Betracht ziehen, was noch so alles passieren wird, kann es eben auch was anderes gewesen sein. Aber auf jeden Fall erstmal nur abhaken und hinten anstellen. Das nächste, was schon während des Aufbaus passierte, war, dass der Rampot im Zimmer der Tochter plötzlich anfing auszuschlagen. Und das ist immer, wenn jemand hochkam, also oben das sozusagen den Flur und die Nähe des Zimmers betrat, schlug dieses Ding auch aus und reagierte. Und interessanterweise ist hier zu beobachten, dass Carsten am Anfang gedacht hat, es ist vielleicht eine Fehlfunktion, es nochmal ausschaltet, wieder einschaltet, aber es ändert sich nichts daran. Der Rampot blieb permanent am Piepsen da oben. Aber das wurde dann weitgehend erstmal ignoriert, vor allem von Carsten und von Thomas. Erst als später Nicole und ich das darauf ansprechen, sagen wir mal, ist das der Rampot da oben? Wurde wirklich darauf reagiert und dann kam es auch sogar zu einer Kommunikation zwischen mir und irgendjemandem oder etwas, der da oben den Rampot eventuell manipuliert hat. Und zu dieser Ignoranz und das nicht so wichtig nehmen, werde ich später noch sehr viel im Detail eingehen von Seiten des Teams oder einem Teil unseres Teams. Aber erstmal
einfach mal eine Abfolge der gesamten Rampot-Ereignisse. Carsten schaltet Rampot aus und wieder ein. Zwei Minuten später wird das Gerät wieder aktiviert.
Hallo da oben. Falls da jemand mit unserem Gerät spielt, das ist völlig in Ordnung, darfst du gerne tun. Könntest du mal zur Treppe kommen? Ja, kannst du mal zur Treppe? Siehst du die Murmel, die Glasmurmel, die da liegt? Könntest du die hier runterschnicksen? Kannst du die anstopsen, dass die Treppe runterkommt zu mir? Würdest du das tun? Das fände ich echt stark. Irgendwann folgten wir dann auch alle dem sozusagen Rufen des Rampots und hielten eine erste Kontakt-EVP-Session im Zimmer der Tochter ab. Und hier erstmal die Ergebnisse, was dabei so rauskam. Dankeschön. Danke, dass du das Gefühl von mir wegnimmst. Danke. Danke. Du bist weiblich, ja? Nein, der Mann, ne? Okay. Nein. Ist bei mir hier. Rampot hat reagiert wieder. Ja, okay, ja. Super. Also, das war gut, ich bin reingekommen. Ah, da läuft eine Kamera, okay. Brauche ich die eigentlich gar nicht, obwohl ich kann sie zusätzlich gleich benutzen. Das war mal richtig übel geworden. Okay. Ich habe schon gedacht, ich müsste aufstehen und runtergehen. Und da habe ich gesagt, so bitte wegnehmen, das Gefühl, ne? Ja. Und da sagt er gleich der Rampot gegangen und war gut. Okay. So, ach so, hältst es uns beide, also mich auch aus? Vielleicht können wir gemeinsam herausfinden, was, ich duze dich jetzt einfach mal, da war ein Schatten. Ja, schon gesehen. Ja, da läuft jemand durch. Hallo, willkommen. Guten Abend. Wir würden gern wissen, wer Sie sind oder wer du bist. Ich weiß nicht, ob Sie oder du in Ordnung ist. Nee, ist kein. Ah, okay, da ist Fliege. Fliege läuft okay. Übers. Ich sehe. Die müssen wir dann einmal vertreiben. Ja, da tun wir doch nicht den großen Schatten benennen jetzt. Nee, das den nicht. Ja, da mache ich jetzt nur einen großen Schatten. Gut, bei dir ist ja klar. Der hier vorne ist nämlich sie. Ja. Der vermeintliche Schatten kam eventuell einfach durch eine Lichtreflexion vom Erdgeschoss. Der Mann will die Geräte nicht benutzen. Nein. Der ist komisch, der ist richtig böse. Der ist auch der, wo mir dieses Schlechtgefühl gemacht hat. Aber richtig übel. Sag mal. Bitte mal den Rampot anfassen. Jemand hat mich gerade angefasst. Hier links am Bad. Ja, anfassen machen sie gerne hier. Okay. So. Das war jetzt drauf. Ah, danke schön. Sind Sie die Dame? Die Frau? Nein, der Mann. So, Carsten hat sich noch dazu gesellt. Hallo? Ich muss aber nicht aufholen, oder?
Sollte die Reaktion mit dem Gerät nur bedeuten, dass Sie derjenige oder diejenige waren, die mich angefasst hat am Bad? Sollte das einfach nur heißen, dass Sie das waren? Scheiße, ihn gestellt. Ist es die Aufnahme für eben oder? Nee. Warum hört man mich nicht? Ja, furchtlich. Ah. War das die Frau, die mich berührt hat? Und die den Rampart benutzt hat? Thomas, wenn du ihn stimmt. Ich hab keine Ahnung. Frag mal, oder? Mhm. Der nimmt ja irgendwie nichts auf. Wendet man Rauschentfernung auf die erste Fehlaufnahme an, klingt es zwar wie Andreas Stimme. Aber das Gesagte selbst klingt anders. Wendet man Rauschentfernung auf die zweite Fehlaufnahme an, ist überhaupt keine Stimme mehr hörbar. Weder die von Andreas, noch irgendeine andere. Thomas hat später bestätigt, dass an der Einstellung des Audiorekorders nichts verändert wurde. Nach diesen beiden Fehlversuchen nahm das Gerät problemlos auf. So, nochmal Test. Ist irgendjemand hier, der mit uns reden möchte? Jetzt funktioniert es. Das haben wir auf das Aufnahmegerät wieder mit, was wir letztens benutzt haben. Und da haben wir ja viele ihrer Stimmen schon drauf gehabt. Das ist jetzt die Chance, mit uns zu sprechen. Die Chance, mit uns zu sprechen. Was ist das? Bei dem ersten, da klingt wie, als wäre er einen gepfiffen. Die Chance, mit uns zu sprechen. Die Chance, mit uns zu sprechen. Die Chance, mit uns zu sprechen. Das letzte Mal hier waren. Da sind insgesamt drei Gegenstände durch die Gegend geschmissen worden. Eine Tasse, ein Tisch und eine Kerze.
Ist derjenige oder ist jemand hier, der dafür verantwortlich ist? Könnte derjenige dann bitte das den Ramport eins der beiden Geräte benutzen? So wie vorhin. Wenn das jemand von hier war. Oder deutlich Ja sagen. Als mir Thomas nicht das letzte Mal hier war, da sind insgesamt drei Gegenstände durch die Gegengriffe geschmissen worden. Eine Tasse, ein Tisch und eine Kerze. Er ist dann vorhin die Treppe runtergerannt. Ist aber in der Flur gelaufen, ja. Oder? Ja, schon wieder. Ja, fang ich aber ab, jetzt wollte ich eh wieder hochgucken. Was ist das hier? Wer ist denn vorhin die Treppe runtergerannt? Ja, fand ich aber ab, jetzt wo nicht eh wieder hochkommen. Nur die Treppe und der Flur vor dem Zimmer waren aus Holz. Daher konnten den knarrenden Schritte nur von auf der Treppe oder den Holzdielen im Flur erzeugt worden sein. Das Erdgeschoss war mit Fliesen ausgelegt. Erstmal Unterbrechung. Ja. Wir bieten mal Folgendes an, das machen wir eigentlich immer, wenn wir einen Ramport im Einsatz haben. Falls die Dame wieder hier oben sein sollte oder falls sie sprechen möchten oder mit uns jemand hier oben kommunizieren will, dann einfach den Ramport benutzen, das Gerät mit dem grünen Läppchen, das laute, dann wissen wir und hören das auch unten und dann kommen wir hoch. Ja. Und dann können wir es auch gleich nochmal probieren. Die Rambox, ich schalte sie zwar aus, lasse sie aber hier oben stehen erstmal. Okay, dann bis später.
die Schritte. Die Kamera läuft ja weiter, dann kann ich die erstmal wieder mit runternehmen. Die wollen jetzt so eindeutig. Fünf Minuten später schien uns der Rempot schon zu rufen. Thomas und Andreas folgten diesmal dem Ruf. Zu mir sprechen. Ich habe ein Gerät hier in der Hand. Das nimmt Ihre Stimme auf, da ich die so nicht richtig hören kann. Ich kann aber, wenn danach der Aufnahme mir das Aufgenommene abhören, und dann höre ich auch Ihre Stimme. Ich bitte Sie daher auch, zu mir klar und deutlich zu sprechen. Darum frage ich Sie, ist jemand hier, der mit mir Kontakt aufnehmen möchte? Die Nicole, die Frau, die gerade vorhin hier war, hat mir gesagt, dass sie ein weibliches Wesen wahrgenommen hat. So wie ein männliches. Könnten Sie mir sagen, mit wem ich das hier zu tun habe? Sind Sie weiblich jetzt oder männlich? Oder waren Sie in Ihrem Leben, als Sie noch gelebt haben? Die Nicole, die Frau, die gerade von hier war, hat mir gesagt, dass sie ein weibliches Wesen wahrgenommen hat. Wie ein männliches. Da war was? Könnt ihr mir sagen, mit wem ich das hier zu tun habe? Sind Sie weiblich jetzt oder männlich? Die Nicole, die Frau, die gerade von hier war, hat mir gesagt, dass sie ein weibliches Wesen wahrgenommen hat. Wie ein männliches. Aber was? Könnt ihr mir sagen, mit wem ich jetzt hier zu tun habe? Sind Sie weiblich jetzt? Oder
Ich würde auch sehr freuen, zu erfahren, wie Ihr Name ist. Ich heiße Thomas. Wie heißen Sie? Ich würde auch sehr freuen, zu erfahren, wie Ihr Name ist. Ich heiße Thomas. Wie heißen Sie? Möchten Sie jemanden beschützen? Möchten Sie jemanden beschützen? War schon mal nicht sehr uninteressant. Auch was live gehört und bemerkt wurde. Da war definitiv Aktivität. So. Aber interessant war der Rückweg dann. Nachdem wir die Session erstmal abgeschlossen hatten, haben wir uns wieder auf den Weg nach unten gemacht. Carsten, Nicole waren schon unten. Thomas und ich waren die Letzten, die auch runtergehen wollten. Und hier muss ich jetzt nochmal auf die Murmeln zu sprechen kommen, die wir ja erst an der Treppe, an dem Treppenaufgang oben, auf der ersten Stufe, also sozusagen Stufe, abgelegt hatten. Einfach, falls irgendetwas oder jemand vorbeiläuft, dass die dann bewegt werden und vielleicht die Treppe runterfallen. Wir haben das dann unten auf der Kamera und so weiter und so fort. Und mit den Murmeln ist tatsächlich einiges passiert und das sollte sogar zu einem Phänomen werden, was uns letztendlich sogar noch über die PE hinaus verfolgt hat. Dazu später. Ja, sowohl die Murmel, die haben wir später dann mit einem Leuchtball ausgetauscht, weil der besser zu sehen war auf der Kamera als die kleine Murmel. Die war eher zu hören als zu sehen. Und ja, die wurde ein paar Mal sogar aktiviert und ist runtergefallen. Allerdings nicht von irgendeiner Entität, sondern von ihm. Aber nicht nur unaufmerksame Teammitglieder haben die Murmeln durch die Gegend gekickt, sondern scheinbar auch etwas anderes. Und dazu kommen wir nämlich jetzt. Das erste Mal war, wie gesagt, als wir die Session oben beendet haben und wieder nach unten gegangen sind, waren Thomas und ich die Letzten, die noch im ersten Stock waren. Und da ist dann Folgendes passiert. Fragen, ob immer verkehrt. Zwei Stufen runter. Okay. Dann also, gib mir die nochmal.
Warst du das? Was? Mit der Murmel? Mit Sicherheit. Wenn ich hier langlaufe. Ja, kriegst du mir nochmal hoch. Weil ich habe die nämlich rollen gehört, bevor du auf die Treppe gegangen bist. Hast du das gehört? Da war ich ja schon drei Treppen runter. Da war ich ja schon zwei Stufen runter. Okay. Alles klar, gib mir die Nummer. Zur Erklärung, falls es nicht so offensichtlich zu sehen war, das Folgende war, diese Murmel, die lag ja eigentlich auf der ersten, also auf dem Treppenabgang, oberste Stufe. Da lag sie, an dem Thomas vorbeigelaufen ist. Und Thomas war schon zwei, drei Stufen die Treppe hinunter, als ich hinterherlaufe und diese Kugel an meinem Fuß vorbeirollt, dann auch an Thomas und dann Fuß vorbeirollt und die Treppe runterfällt. Und ich natürlich in meiner Verwirrung mehr oder weniger Thomas frage, ob er gegen die Murmel gekommen ist. Und er meint, ja, das ist gut möglich. Wenn man aber letztlich das nochmal genauer anhört und anguckt und das nochmal zur Raison bringt, was ich gesehen habe, nämlich dass die Kugel an mir, an meinem Fuß vorbeigerollt ist, kann Thomas diesen gar nicht angekickt haben, weil er bereits auf der Treppe war, mehrere Schritte. Und die Kugel sozusagen hinter ihm gerollt kam und die Treppe runtergedotzt ist. Und ich habe die Kugel, also die Murmel auch nicht berührt. Die ist an mir vorbei. Ich habe nur das Geräusch gehört und dann das runterfällt. Schon mal komisch. Aber keine Ahnung, wir haben es halt nicht hundertprozentig auf Kamera, die Murmel selber, wo es herkam. War damals noch nicht so leicht, sagen wir mal, festzulegen, war das jetzt was oder war das nicht. Aber sagen wir mal so, das sollte nicht das erste, letzte Mal geblieben sein, dass sich eine Murmel jemanden vor die Füße wirft, im wahrsten Sinne des Wortes. Der REM-Pod in dem Zimmer der Tochter blieb allerdings immer noch nicht still, selbst nach dieser Session, als wollte uns jemand zurückrufen und habe noch irgendetwas mitzuteilen, whatever, es blieb einfach dabei, das Ding wurde immer wieder aktiviert. Also haben wir noch eine weitere Sitzung gemacht, aber diesmal haben wir die SLS-Kamera mitgenommen. Und diese Aufnahmen gepaart mit der zweiten Session, die zeigen wir euch erst einmal, damit ihr dann wisst, wovon eigentlich die Rede ist. SLS-Kamera, nochmal zur Erklärung, wisst sicherlich, das ist diese umgewandelte Kinect-Kamera, die im Infrarotbereich humanoide Formen aufspürt, abtastet und dann als Strichmännchen auf dem Bildschirm präsentiert. Das ist die Lampe. Ah? Eindeutig. Oh. Eindeutig die Lampe. Das ist die Lampe? Ja. Okay. Das ist natürlich blöd. Ja, die hat eine menschliche Form. Das kann natürlich die Kinect so sehen. Schiebst du mal von hinter die Tür oder so. Wenn das Kabel lang ist, das ist glaube ich nicht. Nee, weiter geht's nicht. Immer noch? Nee, bis jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Okay, falls das nicht die Lampe ist und falls du gerade vor der Lampe stehst und deine Hand auf dem REM-Pod da hältst, kannst du winken? Weg. Ja, wir haben dich gesehen. Diese Kamera kann dich sehen. Jetzt sind die Knie da. Jetzt ist es da, beim Ständer. Ja. Okay, das sind nicht die Dinger. Jetzt bist du beim Kleiderständer. Richtig? Kannst du winken? Wenn du das bist, werden wir dich da sehen. Bist du der Mann? Oder das als Mann erscheinende Wesen? Was war das? Ich schaue mal, die Kamera noch rein. Das sind zwei da. Okay. Jemand ist an REM-Pod. Kannst du den REM-Pod auch piepsen lassen? Das schwarze Gerät, das mit der langen Antenne, der silbernen, kannst du das tun?
Das sieht ja so aus da auf der Kamera, als würdest du darin rumfummeln. Seid ihr die beiden Entitäten, die hier sind? Ist einer von euch beiden die Frau? So, ja, jetzt sitzt sie. Und fast, ja, benutzt das Gerät. Verdammt. Weißt du nicht wie? Genauso wie der Rapper da auf dem Tisch. Es hat irgendwie mit deiner Energie zu tun. War das die Frau? Versuch doch nochmal, ob du die Geräte zum Reagieren bringst. Meinst du eventuell, dass das vielleicht nur die Klamotten sind? Kommt hin. Komische Farbplexe an der Wand. Da hinten ist aus wie Blut. Achso, verschmiert. Ja, jetzt sind sie so grau alle beide. Okay. Jetzt ist er wieder da. Sieht fast so aus, als würde sie versuchen, den Rampart zu benutzen. Ja. Kannst du versuchen, das schwarze Gerät im Rampart zu verschieben, vielleicht? Bumm weg. Ist mal nicht. Bumm weg, hast du alles wie erwischt. Der sieht irgendwie immer aus, würde chillen. Okay, was anderes. Der Rempfer geht ja noch, ne? Ah? Geht ja noch. Ja, er geht noch. Also wie ihr sehen könntet, der Rempfer funktioniert noch. Und auch das auf dem Stuhl funktioniert. Ich sag mal, was ich denke. Oder was für ein Gefühl ich habe. Kann es sein, dass die Klientin hier, bei der wir sind, dass sie die Gegenstände umgeworfen und weggeworfen hat, als wir hier waren? Weil ehrlich gesagt, ich habe Schwierigkeiten zu glauben, dass das einer von euch war. Mit dem Tisch, der Tasse und der Kerze. Ehrlich gesagt, ich würde mir wünschen, dass es einer von euch war, um ehrlich zu sein, aber ich befürchte, dass es selber war. Hat jemand manipuliert, das zu tun? Ist es das, was du tust? Kontrollierst du sie irgendwie? Also ich spreche mit demjenigen, der die Sachen geworfen hat oder umgeworfen hat. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass du das warst. Zumindest nicht, sagen wir mal, körperlos, sondern wenn, kann ich mir vorstellen, dass du vielleicht manipuliert hast, das zu tun. Genauso wie du sie vielleicht vorhin die Sachen hast sagen lassen. Ist das so? So, keiner mehr da, gell? Okay, wird nicht manipuliert, ist sie es selbst. Macht sie das alles selbst? Fabriziert sie ihren eigenen Spuk sozusagen? Wenn das so ist, könntet ihr das bitte anhand der Geräte
Bestätigen Sie aufschlagen lassen. Wenn jemand der Nicole eingegeben hat, dass wir einpacken sollen und gehen sollen, und dass ja alles eh nur gelogen sei, dann kann doch derjenige bestimmt auch den Rampot benutzen. Das schwarze Gerät hat die grünen Lämpchen drauf. Das da, Lecke. Wenn du uns sagen willst, packt ein, geht, ihr habt ja nichts zu tun, dann lass ihn ausschlagen. Zeig es damit. Sagt, ihr könnt gehen. Oder wenn du willst, dass wir gehen, dass wir hier nicht weitermachen, wenn du uns vertreiben willst, dann kannst du auch die Geräte benutzen. Am einfachsten wäre natürlich das Ding auf dem Stuhl. Weil du damit Ja und Nein sagen kannst. Die rote Seite für Nein und die grüne für Ja. Hält sich etwas davon ab, das zu benutzen? Oder kannst du etwas bewegen hier im Raum? Kannst du die Lampe bewegen zum Beispiel? Wenn du einen Tisch umwerfen kannst, auch wenn er jetzt nicht so super schwer war, aber trotzdem, kannst du doch sicher auch diese leichte Papierlampe bewegen. Wo der Ball jetzt dran ist. Okay, andere Frage. Gehörst du hier zum Haus? Warst du schon hier, bevor die mit ihren Kindern und ihrer Mutter und ihrem Freund hier eingezogen sind? War das hier dein Haus, deine Wohnung? Hast du das hier alles für dich gehabt? Oder habt ihr das hier für euch gehabt? Sind alle beide da. Nur weiß man nicht, sind es nur die Klamotten? Aber verschwinden alle zwischendurch, das ist nur so komisch. Ja. Wenn ihr hier bei uns im Raum seid, was unsere Kamera uns gerade zeigt, wenn ihr das seid, könnt ihr euch irgendwie anders noch bemerkbar machen, das bestätigen, dass ihr das seid. Klopfen, bewegen, Gerät benutzen. Will hier jemand die Bewohner sozusagen in den Wahnsinn treiben? Dafür sorgen, dass ihnen nicht geglaubt wird? Willst du ihnen das heimzahlen sozusagen? Kommt einer von euch vor dem Haus, wo er gewohnt hat, wo wir auch schon mal waren? Stammt einer von euch von dort?
Ach, schade, dass ihr nicht mehr kommunizieren wollt. Jetzt klar nichts mehr, das ist schon komisch. Könnt ihr nochmal herkommen? So wie eben? Oder kann einer von euch beiden nochmal herkommen, bitte? Dankeschön. Kannst du irgendetwas tun, um zu zeigen, dass das nicht die Lampe ist, die die Kamera da nur erkennt? Dass du wirklich da bist. Das sieht ja auf der Kamera aus, als würdest du irgendwas auf dem Tisch berühren oder da rumfummeln. Aber da reagiert nichts. Das ist das Komische. Kannst du den Rampart bewegen, ohne dass er ausschlägt? Ansonsten bräuchtest du nur die Antenne anzufassen. Oder deine Hand an die Antenne zu halten. Das müsste eigentlich schon reichen. Vorhin hat ja auch einer von euch, wer auch immer das war, das Gerät ja ziemlich oft benutzt. Über den Boden weg verschwunden. Wo war das denn jetzt? Das war wieder, das war der Schatten, gell, von den Klamotten. Ja. Jetzt davor. Schade, dass ihr so schweigsam seid. Macht ihr euch einen Spaß aus dem, was wir hier machen? Nochmal die Frage, ist einer von euch beiden die Frau, mit der die mit Nicole gesprochen hat? Die weibliche Entität, Seele, wie auch immer. Wenn ja, kannst du das irgendwie zeigen, dass du die Frau, wer von euch beiden die Frau ist? Vielleicht einen Arm heben? So richtig über den Kopf heben? Habe ich dich erschreckt? Das wollte ich nicht, sorry. Wenn du bei dem Tisch die Frau bist, kannst du einen Arm mal über den Kopf heben und winken? Das ist ja eine Bewegung irgendwie. Das kann natürlich sein, weil der versucht, irgendwo die Arme hinzutun. Ich denke, das ist die Lampe. Ah? Das ist die Lampe, 100%. Wie ihr ja auch sehen konntet, wurde auch versucht, zu debunken, ob es sich hier nur bei der Stehlampe um die eine Gestalt handelte, dass die Kamera einfach die Stehlampe als eine Person gesehen hat. Ich meine, von der Form her würde das ja hinkommen, dass da vielleicht eine Verwechslung stattfand. Genauso wie mit den hängenden Kleidern. Aber wenn man sich die Aufnahmen genau anschaut und auch kritisch anschaut, passt das nicht so hundertprozentig, dass das nur Lampe und Kleidung war. Hier überlassen wir es in erster Linie auch euch, was ihr meint zu den SLS-Aufnahmen und kommen erst bei der, ja, beim Abschluss oder Auflösung nochmal darauf zu sprechen. Nach der SLS-Session, nennen wir sie mal so, sammelten wir uns alle auf der Terrasse.
Denn es war auch Hochsommer, als wir dort waren. Es war sehr warm, immer noch in der Nacht. Und es war einfach angenehmer, draußen zu sitzen, als in der Küche, wie zu Anfangs. Und auf der Terrasse, dort hatten wir natürlich auch eine Kamera laufen, fing diese auch ein paar sehr komische Sachen ein, wenn man sie nachhinein betrachtet. Und ein paar sehr offensichtliche Sachen. Das erste ist, irgendwo in der Nähe draußen hat jemand eine Sommerparty geschmissen. Es war immer Musik zu hören, auch teilweise sehr laut. Aber hier kommt das Erste. Nicole fing an, über das, was sie halt so mitbekommen hat, zu sprechen. Wir haben versucht, nicht zu viel Informationen den Klienten mitzuteilen, damit die nicht irgendwie beeinflusst werden, irgendwas zu denken, zu tun oder zu glauben. Aber haben so ein bisschen drüber geredet, weil eben zumindest was Nicole meint, was da eben sein könnte. Und sie kam erst auf die Frau zu sprechen, dass sie eben dort eine weibliche Entität festgestellt hätte. Und die versucht wohl auch eher zu helfen. Die ist nicht erst negativ einzustufen, aber die wird immer weggedrängt. Und ist schwächer als die andere Präsenz, die eher männlich und eher negativ wirkte. Und kaum kam sie auf die zu sprechen, auf diese Präsenz, passierten zwei Dinge. Das eine offensichtlich, die Lampe der Kamera ging aus. Das war eine externe, obendrauf gesetzte Lampe, LED-Lampe, die in verschiedenen Farben auch eingestellt werden kann. Da war sie auf grün. Man kann aber auch normales weißes Licht oder auch rotes Licht, wenn man das möchte. Meistens benutzen wir grün oder weiß. Im grünen Licht ist einfach der Kontrast besser und man sieht Dinge kann man schneller oder einfacher rauserkennen als im weißen Licht. Deswegen benutzen wir gern grün. Wie dem auch sei, das Licht ging aus. Weißt du, auch er, weil, oder sie, keine Ahnung, was weiß ich. Ich sage ja immer er grundsätzlich. Es, was weiß ich, er, sie, es. Keine Ahnung. Dafür sind wir hier. Sein Licht ist ausgegangen. Warum ist das Licht ausgegangen? Dann ist es normal. Geht es nach einer Zeit aus? Der Kamera? Das ist ganz neu. Also die Kamera soll immer mal überprüfen, weil ich kann mir vorstellen, dass sie die ausschalten. Die GPC sind nämlich auch ausgeschaltet worden, direkt, als ich das erste Mal ausgeschaltet habe. Der Pickboard war wieder aus. Oder Energie leer gezogen, das kann auch nicht sein. Wo wird ausgeschaltet? Schau. Ja. Hä? Was aus? Ja. Ja. Okay, also Knöpfchen. Also ist jemand hier raus. Ja. Muss man davon ausgehen. Gehe ich von aus, dass es geht. Normalerweise passiert das nicht von da. Aber es ist ja eigentlich lustig, vielleicht will er uns ärgern oder so. Wie gesagt, zum Licht sei gesagt, dass A. es seine eigene Energiequelle hat, also nicht über die Kamera Strom bezieht, voll aufgeladen war, lange, lange hält, wenn sie voll ist, und um entweder die Lichtfarbe zu ändern oder um sie ein- oder auszuschalten, ist ein Schalter zu betätigen, der nicht sehr leicht zu betätigen ist. Das ist, damit gehört eine gewisse Kraft dazu, den zu benutzen, um auszuschalten. Und wie Carsten feststellte, war der Schalter tatsächlich bewegt worden. Also es war nicht einfach nur, dass das Licht ausging, sprich jemand hat vielleicht den Energiestromzufuhr unterbrochen, was ja auch oft ein bekanntes Phänomen ist, was manche Entitäten können, einfach Strom an sich manipulieren und den Stromfluss. Nee, hier wurde der Schalter tatsächlich manuell betätigt und die Kamera ausgeschaltet. So, das nächste, was interessant ist, tauchte erst im Nachhinein eigentlich als interessanter Punkt auf. Ihr könnt hier an der Stelle ein Lied im Hintergrund sehr deutlich hören. Das haben wir auch, oder der Großteil von uns hat das auch live gehört. Das Lied ist Daddy Cool von Bonnie M. Dann wäre jetzt fast geplümpert. Ja. Hm? Ich hab gesagt, lieb die Tasten, ist ihm aus der Hand rausgefallen. Bei wem? Bei dir. Ist, glaube ich, von Bonnie M., oder? Ja. Wie dem auch sei. Das ist eins von Nicoles Lieblingsliedern. Und wenn Nicole sich unwohl fühlt oder sich nicht konzentrieren kann, hört sie dieses Lied zum Beispiel auch, um wieder, sagen wir mal, in eine etwas positivere Stimmung zu gelangen oder manchmal sogar, um sich besser zu erden. Musik ist da halt auch ein gutes Hilfsmittel. Und das Interessante ist, sie hat das Lied nicht gehört. Nicht mal ansatzweise, sonst hätte sie es auch erwähnt.
Und sie hat auch vorher erklärt, dass sie das Gefühl hat, dass wie eine Wolke um sie herum ist und sie fast schon blockiert. Also wenn sie versucht, ihre Antennen auszufahren gegen Ende, um sich reinzufühlen und um vielleicht auch diese eventuelle Präsenz aufzuspüren, war sie wie blockiert. Und diese Blockade wurde auch immer schlimmer, umso später der Abend wurde. Und hier kommen wir jetzt zurück auf die drei seltsamsten Dinge, die auf der Terrasse dann noch passiert sind, und die drehen sich alle um die Klientin. Und wir haben ja vorher schon angesprochen, ist die Klientin eine Schauspielerin oder nicht, oder hat sie was geschauspielert? Und auch diese Frage wird sich hier jetzt wieder stellen, denn, wie gesagt, Nicole hatte über die weibliche Präsenz, über die Frau gesprochen und auch die mit der Klientin darüber diskutiert, weil die Klientin erstmal nachgefragt hat, ja, ist die böse, ist die gut, muss ich mir Sorgen machen? Und Nicole hat mehrfach deutlich erklärt, wie auch Carsten und auch ich selbst nebendran, die Frau ist nicht böse. So. Die versucht zu helfen. Da das Gefühl kommt rüber. Und dann plötzlich, während wir über andere Dinge oder überhaupt gesprochen haben, liest die Klientin immer wieder Folgendes fallen. Das ist einfach nur meine Aber es habe ich ja von vornherein das Gefühl nicht gehabt, dass es jetzt Schlimmes oder sowas hat. Das ist etwas, was sich wichtiger macht, als es ist. Aber ja, die Frau ist da, für sie helfen. Sie ist böse. Die Frau ist nicht böse. Die ist auch nicht mit zurück. Was meinst du denn? Also die wird dann zurückgedrängt. Die darf dann nichts sagen, das ist so. Was meinst du denn? Welt. Was meinst du denn? Wie, was meine ich? Was hast du denn gerade gesagt? Die Frau ist im Moment nicht da, die wird dann so zurückgedrängt, dass sie nicht durchkommt, dass sie sich nicht zeigen kann, nicht sprechen kann. Die Frau ist böse. Nee, die ist nicht böse, die will helfen. Kann aber nicht. Ja. Die Frau ist nicht böse. Nein, die ist auch nicht böse, oder? Quatsch. Die ist doch immer total lieb. Ist das die ich da draußen sehe, oder was? Ja, nehme ich an. Frau ist böse. Nee, böse ist die Frau nicht, überhaupt nicht. Nein, die ist ja auch immer. Ich weiß nicht, um welche Frau es sich handelt. Aber diese Frau, die zum Beispiel wenn du aus Leons Zimmer rausgucken soll, die ist immer total lieb. Ah ja. Ich habe gedacht, das wäre eine Nachbarin oder so. Aber die Frau ist böse. Ja, auffällig, immer wieder kam, die Frau ist böse. Und als dann Nicole darauf reagiert und jedes Mal sagt, nein, die Frau ist nicht böse, sagt die Klientin auch, ja, die Frau ist nicht böse. Also schon sehr verwirrend, wenn man das so mitbekommen hat. Wir haben es alle mitbekommen, haben aber erstmal nicht darauf reagiert. Und der Grund war ganz einfach, weil wir gedacht haben, schauspielert sie das. Versucht sie jetzt einfach nur hier irgendwie was Kontroverses reinzubringen und wir versuchen das erstmal nicht ernst zu nehmen, ein bisschen zu ignorieren und schauen, was die Klientin macht. Und was sie gemacht hat, hat es immer wieder, wiederholt. So, dann, nachdem das schon mal angesprochen war, passierte nochmal etwas, es ist auch seltsam. Die Klientin beginnt über die Tasse, die sie in der Hand hält, zu reden, woher sie hat und dass die eine besondere Bedeutung für sie hat. Und dann sieht es so aus, als würde die Tasse entweder aus ihrer Hand herausrutschen oder sie würde sozusagen wie die Hand zusammendrücken, um ja die Tasse wegzuplutschen zu lassen. Schaut euch die Aufnahme einfach mal selbst an. Da habe ich in Sohndorf, da wo wir in Urlaub fahren, habe ich diese Tasse gekriegt. Mhm. Ja, ich fand die so cool. Ich habe gesagt, ey, ich möchte die haben. Mhm. Da ist irgendwie so viel, weiß ich nicht. Ich liebe diese Tasse, ich weiß nicht warum. Das ist echt so. Nee, ne? Oh Gott. Nee, ne? Oh Gott. Ah.
Ja, eben auch, es ist nicht hundertprozentig zu sagen, wie war's, ja. Man darf, muss aber, sollte aber mal im Hinterkopf behalten, was sie halt vorher über die Tasse selber erzählt hat. Wie gesagt, vielleicht macht später all das doch mehr Sinn, als nur die Frau hat versucht zu faken. Kommen wir am Ende zu. Dann kam das nächste und das, ja, was wir auch in der Preview schon mal gezeigt haben, während wir dann wieder uns unterhalten haben, ließ dann plötzlich die Klientin etwas anderes, eine Aufforderung fallen und blieb auch da sehr hartnäckig. Und hier müssen wir auch sagen, im Vorfeld haben Nicole, Carsten und ich schon gesagt, wir müssten bald mal in das Zimmer gehen. Damit war das Kinderzimmer gemeint, das, was direkt gegenüber der Terrassentür im Erdgeschoss war. Und ja, die Klientin begann dann Folgendes immer wieder fallen zu lassen. Geht ins Zimmer. Wäre jetzt fast geplümpert. Ja. Hm? Ich hab gesagt, lieb die Tasten, ist ihm aus der Hand rausgefallen. Hm. Bei wem? Bei dir. Geht ins Zimmer. Gleich. Ich muss meinen Gedanken was ordnen. Gleich. Ich muss mal. Was gleich? Ach, die spiegelt sich in der Tür. Okay, ist die Kamera. Ich habe gedacht, seit wann steht im Zimmer bei ihm so ein Leuchtkranz? Nee, das ist die Spiegelung vom Flur. Geht ins Zimmer. Ihr seid so ruhig heute. Bei dir alles gut? Ja, ja, ich fahre nur meinen Antennen aus. Alles gut. Jetzt ist jemand mit da draußen. Geht sofort ins Zimmer. Ist hier jemand draußen oder was? Hattest du selbst schon Kontaktaufnahme versucht? Mit was? Kamera. Dass ich mit ihm geredet habe? Ja. Nee. Ich glaube nicht so, nö. Das mache ich ja grundsätzlich nicht. Ich habe da viel zu viel Schiss. Andreas, das musstest du eigentlich noch wissen. Und für Schiss habe. Die Mama? Also meine Mutter ist da schon tougher. Die geht da schon, sagst du, na, auch wieder da oder so, ne? Und ich bin da halt so. Ich halte mich da lieber raus, ich sag lieber gar nichts. Muss man auch nicht. Geh bitte ins Zimmer. Ja, wir gehen ja gleich. Was denn? Ja, du sagst doch die ganze Zeit, geh bitte ins Zimmer. Oder nicht? Nein. Hast du nicht gesagt, geht ins Zimmer? Seit wann wollte ich euch sagen, ihr sollt ins Zimmer gehen? Ihr macht doch das, ihr seid doch hier und wir machen das, was ihr sagt. Du hast aber ein paar Mal gesagt, geh ins Zimmer. Nein, habe ich nicht gesagt. Doch. Natürlich. Hast du? Jetzt verarsch mich doch mal. Jetzt mal ernsthaft, ich würde doch nicht was sagen. Ich habe Zimmer gehört. Geh ins Zimmer. Hat sie schon ein paar Mal gesagt, deswegen habe ich jetzt gesagt. Ja. Genauso wie du vorhin mal gesagt hast, die Frau ist nicht böse und kurz darauf sagst du, die Frau ist böse.
Die Frau ist nicht böse. Das, was ich gesehen habe, ist nicht böse. Ja, und dann hast du mir jetzt schon mal gesagt, die ist böse. Jetzt veräppelt mich aber nicht, oder? Nee, Ich komme mit veräppelt vor. Ganz komisch jetzt. Weil du hast jetzt Bambo gesagt, geht ins Zimmer, geht ins Zimmer. Ja, wenn ihr ins Zimmer geht, dann geht ihr ins Zimmer. Ihr müsst doch nicht aus dem Zimmer. Seit wann mache ich euch Vorschriften, bitte? Ihr seid da, weil ich wissen will, was hier ist. Dann sag ich doch nicht, geht ins Zimmer. Aber Andreas, du hast das auch gehört, ja, ne? Gehört, ja. Dann ist gut. Die Kamera hat sicherlich auch gehört. Ja. Auch hier kann man an unsere Blicken, die wir uns gegenseitig zuwerfen, schon sehen, dass wir uns erstmal unsicher waren, wie wir jetzt reagieren sollen. Ob wir drauf reagieren, was sie da sagt, oder ob wir noch einen Moment warten und schauen, wie lange bleibt sie sozusagen hartnäckig mit dieser Aussage, bis dann wir die Klientin drauf ansprechen. Und das war dann die Reaktion der Klientin. Ja, die Klientin blieb stur und fest dabei, dass sie nichts dergleichen gesagt hatte. Weder das mit der, die Frau ist böse, noch geht in das Zimmer. Und bei dieser Meinung blieb sie uns gegenüber, bei dieser Meinung blieb sie selbst ihrer Mutter gegenüber. Als ich später alleine mit der Mutter auf der Terrasse saß, hat sie das auch mit ihr besprochen und hat halt eben auch gesagt, ich habe das nicht gesagt, warum sollte ich dem Team denn vorschreiben, was sie zu tun haben oder wo sie hingehen sollen, das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das, wir hören auf das, was das Team sagt und nicht umgekehrt. So war es auch während der gesamten PE. Da war nie irgendetwas wie, macht doch mal das oder geht mal dahin oder macht auch niemand. Das erklären wir auch im Vorfeld bei jeder PE, dass wir die PE so abhalten, wie wir es geplant haben und, worauf wir, also wir unsere Entscheidung treffen und normalerweise uns Klienten da nicht reinzureden haben. Und selbst später, als wir dann nach der PE, nach der Analyse diese Clips zusammengestellt haben und haben der Klientin präsentiert, hier, da kannst du selber sehen und hören, was du gesagt hast, wollte sie es nicht glauben. Hat dann später einem anderen Team gegenüber sogar, sagen wir mal, angedeutet, wir hätten da irgendetwas dran manipuliert. Das könnte gar nicht sein. Aber dazu kommen wir später. Am Ende war es halt so, dass wir der Aufforderung nachkamen und dann auch ins Kinderzimmer gegangen sind, um dort noch einmal eine Kontaktsession abzuhalten. Wir beginnen damit, euch Auszüge dieser Session mit entsprechenden Anomalien wie ZB-EVP und dergleichen zu zeigen, bevor wir zu einem weiteren Murmelereignis kommen. Hier ist zuerst eine Stimme zu hören, die ein wenig aus Gollum aus dem Herrn der Ringe erinnert. Diese scheint Albtraum zu sagen. Das Interessante ist, dass Andreas daraufhin das Wort wiederholt. Er konnte sich später nicht daran erinnern, dass und warum er das sagte. Albtraum. Albtraum. Es folgen Ausschnitte aus aufgenommenen EVPs und optischen Anomalien der Infrarotüberwachungskameras. Ich heiße Thomas. Wie heißen Sie? Wie heißt du? Wie heißt du? Was willst du von dieser Familie? Oder hängst du an einer Person?
schon länger. Direkt erlebbare Ereignisse gab es eigentlich erstmal nicht. Ihr habt die Auszüge gesehen, gehört. Das aber alles, was nach der Analyse natürlich rauskam. Aber eine Sache ist dann doch passiert. Und da kommen wir zurück auf das Thema Murmeln. Nicole ging es während dieser Session immer schlechter. Sie fühlte sich unwohl, sie hatte Rückenschmerzen, Bauchschmerzen und sie hatte immer mehr das Gefühl, wie dass ihr Kopf in einer schwarzen Wolke steckte und sie überhaupt nichts mehr mitbekommen hat. Und deswegen sagte sie, sie müsse mal kurz raus aus dem Zimmer. Und hat sich aufgemacht, das Zimmer zu verlassen und dann passierte Folgendes. Werden wir zu unserem Schutz blockiert? Mein Bauch, oder? Ja. Ich gehe mal raus. Ich sage jetzt auch der Herr nicht auf. Aber was wir haben, Erzengel Michael ist da. Keine Ahnung. Murmel. Ja, wo ist die herkommen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sie gehört zu den Kindern da drüben. Insgesamt, also das Spielzeug. Das ist interessant, okay. Aber ich habe keine gesehen.
Es ist auf der Kamera in erster Linie nicht so leicht erkennbar, leider. Man hört es, man hört, was, wie wir darauf reagieren, drüber sprechen. Aber was eigentlich passiert war, war folgendes. Nicole ist aufgestanden, wollte den Raum verlassen und dann wurden ihr mehrere, oder es rollten mehrere Murmeln ihr vor die Füße, dass sie was draufgetreten wäre. Und wenn sie draufgetreten wäre, wäre sie vielleicht sogar ausgerutscht. Woher kamen diese Murmeln? Also, woher, warum Murmeln in dem Zimmer waren, war eindeutig herausfindbar, denn im Zimmer hinten an der Ecke, an der Wand, stand ein Spielzeug, so eine Murmelbahn, wo man oben Murmeln reinwirft und die dann so eine Art Rutschbahn runterrollen. Und da waren auch Murmeln drin. Aber es war niemand in der Nähe dieses Spielzeugs. Niemand hat das Spielzeug berührt, als Nicole aufgestanden ist. War einfach auch physisch nicht möglich, weil man nicht direkt dran war. Und es lagen vorher auch keine Murmeln irgendwo im Zimmer. Es waren nur Murmeln bei diesem Spielzeug. Also wie sind die Murmeln von der hinteren Wand zum Fenster, wo das Ding stand, nach vorne, wo Nicole gelaufen ist, gelangt? Wie dorthin gerollt? Konnten wir uns nicht erklären und können wir uns auch bis heute nicht erklären. Also nach dieser Session, als wir die abgeschlossen haben, erst einmal haben wir noch eine letzte gemeinsam mit den Klientinnen im Wohnzimmer abgehalten, aber ohne irgendwelche nennenswerten Ergebnisse. Ja, ein paar Auszüge zeigen wir euch davon, aber da ist nicht mehr wirklich Interessantes passiert und man konnte auch vor allem Thomas und Carsten eine steigende Frustration anmerken, dass die die PE beenden wollten. Und Nicole wollte die PE ebenso beenden, weil es ihr nicht gut ging. Und auch ich, zum einen, weil ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe und auch sagte, wir haben eigentlich genug, war auch mehr auf drauf und dran zu sagen, okay, das ist die letzte Session und dann geht's nach Hause. Also hier eine kleine Übersicht. Schafft es die Frau jetzt, um zu kommen, hier ins Wohnzimmer? Es folgen noch einige Aufnahmen der Vollspektrumkamera, welche die Treppe im Auge behielt. Es wurden einige seltsame, fragliche Wortmeldungen aufgenommen, die letztendlich ziemlich gut ins große Bild passen. Ware. Einen Report habe ich ja in der Küche gleich da hingestellt, da muss Glas mal stand. Ja, Ware. Einen Report habe ich ja in der Küche. Jemand sagt, Dieb. Links durch die Gitterstäbe ist ein Schatten zu sehen und der Laser beginnt zu blinken. Okay. Ja. Hier kann man ein Zischen oder Fauchen hören, das sowohl die Clientin als auch Nicole mehrfach gehört haben wollen. Das Fieber ist um. Wo fühlt sich nicht mehr an? Das ist genug, das hast du gerade gehört, dass das draußen auch gehört hat. Ja, ich habe einen Hund. Ich
aber halt ganz interessant. Ja, ja. Aber das wäre Moment leid. Das ist klar. Aufwarten. Ja, ja, das hat ich immer mal von mir draußen. Er stand hinter uns und er machte. Dann war ich gerade mit ihr zusammen bei Finn im Zimmer, weil ich wollte gucken, dass sie ein Gefühl auf Finn noch lieber hat. Und da war das auch schon wieder. Und jetzt eben gerade sitzen wir hier, ja? Ja. Vielleicht auch die Frau. Während der Analyse, als wir dann alle zu Hause waren und uns um den Fall gekümmert haben, geschahen dann bei uns zu Hause auch ein paar komische Sachen, die aber scheinbar mit dem Fall zusammenhingen. Das erste war bei Carsten und Nicole zu Hause. Nicole war in Gedanken an den Fall, hat darüber nachgedacht, ist von der Küche aus den schmalen Flur ins hintere Haus, die wohnen in so einem Bungalow, erdgeschossig, nach hinten zu den hinteren Zimmern gelaufen und auf einmal hörte sie erst, dass etwas über den Boden auf sie zurollte und blieb dann an ihrem Fuß stehen und es handelte sich um eine Glasmurmel. Eine Murmel. Jetzt muss man sagen, es gibt im gesamten Haushalt von Carsten und Nicole keine Murmeln. Nicht eine einzige. Der Grund ist A, dort sind keine kleinen Kinder mit Spielzeugen mehr zugegen, die Kinder sind alle erwachsen. Außerdem haben sie zwei Hunde. Und da passen sie auf, wie bei Kleinkindern, dass sie kein Kleinzeug irgendwo rumliegen oder stehen haben, weil die Hunde sich da schnappen, versuchen damit zu spielen oder versuchen es vor allem zu fressen und würden es verschlucken. Also allein schon aus Vorsichtsmaßnahme gibt es sowas da nicht. Es gibt keine Murmel. Und die beiden können sich auch nicht erklären, woher diese Murmel stammt. Wie die da reingekommen ist, und das war Tage, glaube ich sogar ein paar Wochen nach der PE. Also es kann jetzt auch nicht sein, dass es irgendwie in den Klamotten hing, direkt nach der PE und dann rausgefallen ist, weil sie vielleicht, keine Ahnung, drauf gesessen hat oder so. Nee, das war Wochen danach und dann rollte ihr diese Murmel entgegen. Und erst mal auch bei der späteren Besprechung kamen wir dann auch auf den Fall wieder zu sprechen und gesagt, das ist ja wie in dem Fall mit den Murmeln. Und ja, dem war dann auch so. Seltsam. Das nächste, was dann war, war bei mir zu Hause. Ich saß in meinem Arbeitszimmer am Analysieren der DVR-Aufnahmen, also der Kameraaufnahmen ohne Ton. War also schön leise, Balkontür auf, draußen hat man ein bisschen Vögel gehört, gezwitscher, aber nichts Besonderes. Und auf einmal hörte ich, dass irgendetwas in meinem Zimmer auf den Boden gefallen war, aufs Parkett. Klang hart, aber nicht besonders groß. Und natürlich direkt reagiert und geguckt, nichts gesehen. Dann bin ich das Zimmer abgelaufen, habe gesucht, woher, was ist runtergefallen. Ist was aus dem Regal gefallen oder... Nee, mitten im Raum, quer von meinem Schreibtisch entfernt, den Boden, den ich nur sehen kann, wenn ich aufstehe, wenn ich sitze, ist der Monitor davor, lag, was ich im ersten Moment ebenfalls für eine Murmel hielt. Es war aber keine Murmel, es war eine silberne kleine Kugel, die aus zusammengeknüllten und zu einer Kugel geformten silbernen, klebrigen, fast schleimigen Papier bestand. Und auch hier bin ich bis heute absolut ohne Erklärung, was das für Papier ist und woher das kam. Denn es war kein Duct Tape und es war auch kein anderes Klebeband oder Paketband. Und die einzigen Klebebänder, die ich hier im Haushalt habe, sind A, Duct Tape, dann ist Krepppapier, also Kreppklebeband für Abkleben von Tapeten und so weiter und normales braunes Paketband und durchsichtiges Tesaband. Das war's, anderes habe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, woher dieses Papier stammt. Vor allem, wenn man es auseinander klabustert. Es sieht auch nicht unbedingt wie Klebeband aus. Es war aber total schleimig. Und es war auch kein Kaugummipapier oder dergleichen, weil erstens kaue ich keine Kaugummis und zweitens kenne ich kein Kaugummipapier, was so aussieht. Ich glaube, manche Lutscher könnten vielleicht, nee, die sind in Plastik eingepackt. Also keine Ahnung. Außerdem lutsche ich auch nicht. Davon abgesehen. Ich kann bis heute nicht erklären, woher das stammt und was das überhaupt ist. Und das Letzte, was dann am Morgen auf diesen Tag folgte, an dem ich das gefunden habe, war auch seltsam. Und zwar in unserem Bett, auf der Seite, auf dem meine Lebensgefährtin normalerweise schläft, tauchten ein paar seltsame Flecken auf. Und jetzt, ja, nicht mit irgendwelchen dummen Sprüchen denken, so, ja, ich kann mir vorstellen, was für Flecken das sind. Also, nein, solche Flecken waren das nicht, sondern die ersten beiden Flecke waren am Rande der Matratze, am Fußende. Und die sahen aus, als ob entweder jemand seine Ellenbogen und Oberarme darauf abgestützt oder schmale kleine Knie darauf abgestützt hätte. Ist jetzt auf dem Bild. Und es ließ nicht weg, man konnte Wasser drüber, man konnte versuchen zu wischen, die gingen nicht weg. Und über dem Kopfende, meine Lebensgefährtin, an der Tapete waren drei kreisrunde, ja auch Flecken. Die wirkten
von einer fettigen Substanz und die ließen sich weder wegwischen noch übermalen. Wir hatten die Farbe für die Wand, hatten wir noch im Keller, wir haben versucht drüber zu rollen. Die ging nicht weg, die ging durch. Wie so Fettflecken, die man einfach nicht abgeht, die durch alles durchscheinen. Und beide Flecken sind einfach nur, also die Flecken am Bett waren sogar auch, also auf dem Laken waren auch nach dem Waschen noch sichtbar. Sie verschwanden einfach von selbst nach ein paar Tagen. Ihr seht die Fotos, ihr seht die Aufnahmen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Woher die kamen, was sie bedeuten. Mein Gefühl war, es hing wahrscheinlich auch noch mit diesem Fall zusammen. Aber warum und weshalb? Keine Erklärung dafür. So, ich mache es mal per Video, damit ihr seht, wo der Abstand ist. Also hier sind die Flecken. Ja, das seht ihr hier. Das ist kein Schatten. Und die Flecken an der Wand sind da. Die sah so aus die ganze Zeit. Dagegenüber, da liege ich. Und wie gesagt, die riechen nicht, aber die fühlen sich. Ihr seht auch, wie groß sie sind. Im Vergleich, mein Fuß passt da nicht so wirklich drüber. Ist auch nicht von mir. Das eine ist auch schräg, der andere ist gerade. Und wie gesagt, ich weiß nicht, was das für komische Flecken sind. Die fühlen sich ölig an. Und ich habe das Gefühl, dass die nach und nach entstanden sind, die letzten 3 Tage. Ich meine nämlich, dass ich den hier am Samstag gesehen habe, als ich hier Osterpaket hingestellt habe. Das habe ich da oben hingestellt. Und ja, heute, wo es abgenommen hat, waren diese 2 weiteren da. Ich kann es mir aber nicht erklären, woher oder wieso. Und das Letzte, was wir euch im Nachhinein noch berichten können, was nach der PE passiert ist, was auch auffällig und seltsam war, dreht sich natürlich wieder um die Klientin. Und zwar hatten Nicole und ich 2 sehr seltsame Telefongespräche mit ihr. Während der Analyse und der Besprechung sind noch ein paar Fragen aufgetaucht, die wir der Klientin stellen wollten. Vor allem in Bezug auf die negative Präsenz haben wir uns erinnert, dass uns die Klientin in beiden Fällen eigentlich, aber auch vor allem im zweiten, immer noch erklärte, dass es mit ihrer Beziehung zu ihrem Lebenspartner, dem Vater ihrer Tochter, nicht zu besten stand. Also sie hat erzählt, er kommt nach Hause, er geht in sein Zimmer, die haben getrennte Schlafzimmer, er geht in sein Zimmer, Tür zu, er hockt sich an seinen Computer, zockt, dann holt er sich was zu essen, dann geht er schlafen und am nächsten Tag wieder arbeiten. Das heißt, die haben überhaupt keinen Kontakt miteinander und er hat auch nicht wirklich Kontakt zu dem Kind, dem Jungen, so, wenn überhaupt dann nur zur Tochter. Ja, der Grund dahinter wissen wir, oder könnt ihr euch wahrscheinlich denken, ist aber jetzt nicht allzu wichtig, wir wollen da nicht zu ins Detail gehen. Mehr, aber es kann alles eben in Richtung einer negativen Präsenz spielen und dementsprechend wollten wir halt uns nochmal vergewissern, wie es denn da genau aussieht, hatten auch zu der Beziehung ein paar Fragen. Also habe ich per WhatsApp mit der Klientin einen Termin ausgemacht, an dem wir dann sie per Konferenzschaltung anrufen, sodass Nicole mit in der Leitung sein konnte und wir gemeinsam mit ihr sprechen konnten. Zeit vereinbart, alles klar, und dann haben wir angerufen. Und dann war sie dran und wir haben ihr die Fragen gestellt. Und sie hat die Fragen beantwortet, allerdings nicht so, wie wir in Erinnerung hatten oder es erwartet hätten. Denn sie sagte, die Beziehung wäre wunderbar, die hätte sich sehr verbessert, er würde viel Zeit auch mit den Kindern und ihr verbringen und würde alles stehe zum Besten. Das kam uns natürlich schon ein bisschen komisch vor, weil sie noch während der PE, so ungefähr 4-5 Wochen vorher, genau das Gegenteil erzählt hatte. Und auch sie wirkte am Telefon so, ich weiß nicht, wie soll ich es beschreiben, so, als wäre sie in einer Art Trance oder High, als hätte sie sich einen Jolly reingezogen oder so. So ein bisschen, ja, ihr wisst, was ich meine. Alles cool, alles schön, alles Friede, Freude, Eierkuchen und so weiter. Und das war seltsam. Aber wir haben gesagt, okay, alles klar, danke. Dann müssen wir vielleicht auch in eine andere Richtung denken. Alles klar, aufgelegt. Dann ungefähr 15-20 Minuten später bekomme ich eine WhatsApp von der Klientin, in der sie mich fragt, warum wir nicht angerufen hätten, wie vereinbart. Das wäre jetzt schon, ich glaube, 20 Minuten später. Und was denn los wäre? Ich habe natürlich geantwortet, hallo, wir haben gerade vor 20 Minuten miteinander telefoniert, wie vereinbart. Nicole war mit in der Leitung, du hast uns alles beantwortet.
Und sie sagt, war überzeugt, nee, hat sie nicht, absolut nicht, nein, ist überhaupt nicht möglich. Und sie hat gesagt, sie hat auch Zeugen, denn sie ist krank, sie ist erkältet und sie hat zwei Freundinnen zu Besuch, die ihr unter anderem auch Suppe mitgebracht haben. Und seit über einer Stunde sitzen die gemeinsam dort und kein Telefonat ist geführt worden. Das würden die beiden Freundinnen auch bestätigen. Also haben natürlich, ich habe Nicole Bescheid gesagt und wir haben gesagt, wir rufen nochmal an. Haben wir auch getan. Und tatsächlich, A, war ihre Stimme eine komplett andere. Also sie war nasal, also wie mit verstopfter Nase, heiser. Sie klang wirklich erkältet. Ja, auch hier muss man sagen, wenn das geschauspielert war, dann war das echt eine Leistung. Außerdem waren noch zwei andere Frauen mit anwesend, deren Stimmen wir auch gehört haben und die bestätigt haben, dass sie, unsere Klientin, nicht telefoniert habe mit niemandem innerhalb der letzten Stunde, anderthalb Stunden sogar. Und da waren wir natürlich erstmal ziemlich verwirrt, haben gesagt, what the fuck? What? Hat die jetzt die anderen dazu gebracht, den Spaß mitzumachen? Wer weiß. Wir haben dann nochmal dieselben Fragen gestellt und diesmal hat sie sie aber auch so beantwortet, wie wir es erwartet hätten. Von wegen, steht nicht zum Besten, ignoriert sie und vor allem den Sohn sehr und nicht glücklich und all diese Dinge. Und okay, alles klar, haben uns bedankt und haben dann das zum zweiten Mal sozusagen das Gespräch beendet. Hätten wir das gewusst, wie das abläuft, dann hätten wir das Gespräch eher über IP oder so Telefonat gemacht und aufgenommen als Beweis für später. So können wir einfach nur sagen, was wir erlebt haben, als Zeugenbericht sozusagen. Also das, ja, das war alles ein bisschen seltsam. Nach Abschluss der Analyse und zahlreichen Besprechungen im Team waren wir auf der einen Seite ein bisschen schlauer und auf der anderen Seite immer noch ziemlich hin und her gerissen und verwirrt. Denn erstens haben wir tatsächlich ungeklärte Phänomene feststellen, aufzeichnen und bestätigen können. Also war da was, da war definitiv, waren dort wirklich Präsenzen anwesend. Aber irgendwie wollten wir auch zu einer Erklärung oder Lösung kommen, wie das alles zusammenpasste, weil einiges halt trotzdem sehr stark auch danach roch, als wäre das gespielt oder gefaked gewesen. Also sei es die Poltergeistphänomene, wie auch die Aussagen auf der Terrasse, das Verhalten, die späteren seltsamen Telefonate. Aber dann waren eben auch die Sachen, die zu Hause passiert waren und die in keinster Weise hätten von der Klientin ausgelöst und manipuliert werden können. Alles ein bisschen seltsam. Und dazu kam dann auch noch ein weiterer Punkt. Zudem kommen wir aber jetzt, wenn wir zu unseren drei Schlüssen oder Schlussfolgerungen kommen. Also, es gibt also am Ende drei Schlussfolgerungen, auf die wir gekommen sind. Alle drei haben eine gewisse Daseinsberechtigung, haben ihre Pro und Kontras. Und verschiedene Teammitglieder tendieren auch zu verschiedenen dieser drei Möglichkeiten. Und die zähle ich jetzt einfach nur auf und erkläre dazu und sage Pro und Contra. Erste Möglichkeit, alles komplett fake. Die Klientin hat alles inszeniert, die Poltergeistphänomene, die temporäre angebliche Besessenheit, die Geistertelefonate, alles und nur um uns an der Nase herumzuführen und zu veräppeln. Und der Grund oder die Ursache, warum sie das gemacht hat, ist einfach Langeweile, unglücklich, Unzufriedenheit über die eigene Lebenssituation, das eigene Leben ein bisschen aufpeppen. Man könnte so eine Aktion mit dem Münchhausen-Syndrom vergleichen. Das Münchhausen-Syndrom, wer es nicht kennt, Kurzform, ist so, dass oft Personen ihr direktes soziales Umfeld negativ beeinflussen. Oft ist es, dass zum Beispiel Münchhausen-Eltern ihre Kinder krank machen absichtlich und sie dann aber wieder gesund pflegen, weil sie dann dadurch wichtig und unabdingbar für diese Personen, für die Kinder oder auch für andere kranke Menschen. Manche machen das auch mit älteren Menschen, mit ihren Eltern oder Großeltern, was auch immer. Und sie wollen einfach wichtig sein, sich wichtig fühlen und gebraucht werden. Und deswegen machen sie es ja erst krank und pflegen sie wieder gesund. Es gibt auch andere Möglichkeiten, dass Leute jemanden finanziell ruinieren, dann hoffen, dass derjenige zu denen kommt und denen um Hilfe bittet und helfen sie denen, um als Retter wieder dazustehen. Es gibt da verschiedene Versionen. Man könnte das auch hierauf belegen, dass jemand einfach sehr unzufrieden mit seinem Leben ist, es triste, langweilig, mondän sieht und will es aufpeppen. Und das macht es mit Hilfe von krassem Spuk und einem Team oder mehreren Teams, dazu komme ich nämlich gleich, die dann sozusagen ein bisschen Abwechslung ins Leben bringen, wenn sie dorthin kommen mit ihren ganzen Gerätschaften und untersuchen und so weiter und so fort.
Allerdings, wenn dem so war, müsste es da gewisse Voraussetzungen auch für gegeben haben. Also entweder, zum einen muss die Klientin entweder so dreist, naiv oder blöd gewesen sein oder sein, um sich uns gegenüber, unseren Kameras und später auch einem folgenden YouTube-Publikum als entweder besessen oder psychisch gestört darzustellen. Na, wenn das alles geschauspielert war, sie hat das Hintergrundwissen, das kommt ins Internet, das wird präsentiert und es wird gezeigt. Das war auch, weil das war das, was wir als Voraussetzung gesagt haben. Egal, welches Ergebnis wir haben, in diesem Fall, wir werden es präsentieren. Wenn du uns vergackeierst, werden wir auch das präsentieren. Das war Voraussetzung. Also in diesem Fall wusste sie das. Das dann trotzdem so durchzuführen, ist entweder sehr dreist oder sehr naiv. Dann muss sie mehrere Mittäterinnen oder Eingeweihte überzeugt haben, da mitzumachen. Ja? Das heißt, ihre Mutter, ihre Tochter, und eventuell auch noch Freundinnen, angebliche, die diese ganze Scharade mitgemacht haben. Ja, das Telefonat, diese beiden Frauen, Mädels, die noch da anwesend waren, muss sie ja dazu gebracht haben, zu bestätigen, ja, sie hat nicht telefoniert, obwohl sie tatsächlich telefoniert hat, und auch ihre Stimme verstellt, also dann zu krank verstellen und so weiter, müssen die ja alle mitgemacht haben. Es sei denn, es waren, könnten zum Beispiel auch die Mutter und die Tochter gewesen sein, die ihre Stimme verstellt haben. Da müsste aber die ganze Familie so extrem dreist sein, das zu tun. Dazu halt die Frage, würde sich denn wirklich jemand so eine Mühe machen, um ein Ermittlerteam oder sogar mehrere Ermittlerteams hinters Licht zu führen? Ist dieser Drang so stark, das zu tun? Nicht nur uns, sondern auch andere Teams verarschen zu wollen. Denn sie hat, schon nach dem ersten Fall, hat sie nach uns, nach unseren Ergebnissen, probiert noch andere Teams zu beauftragen, die gleiche Untersuchung bei ihnen zu Hause zu machen. Und diese, was ich im Moment nicht gerechnet habe, ist, dass diese Teams wussten, dass wir dort bereits waren und haben dann Kontakt zu uns oder zu mir oft aufgenommen und haben uns über diesen Fall ausgefragt und uns halt sozusagen Ratschlag geholt, was sollen wir denn da machen mit der? Wir haben dann ein komisches Gefühl und ihr habt ja da schon untersucht und so weiter. Ein paar wussten auch die Ergebnisse. Und sie haben von uns eigentlich über denselben Rat oder auch von mir bekommen, haben gesagt, ah ja, da waren und sind paranormale Phänomene. Geht hin, macht die PE, ihr werdet wahrscheinlich was finden. Wäre auch interessant, was ihr findet, ob sich das irgendwas deckt oder was anderes ist. Aber alles, was die Klientin sagt und berichtet und euch zeigt, immer mit einer Prise Salz genießen. Immer ein bisschen Skepsis hinten dran haben. Die haben schon versucht, auch gefälschte Beweise zu zeigen und das solltet ihr im Hinterkopf behalten. Das war der Tipp. Es kam aber wohl nie zu einer Untersuchung durch ein anderes Team. Und auch jetzt, nachdem wir das zweite Mal bei ihr waren, hat sie sich danach an ein anderes Team nochmal gewandt. Und zwar an die Großtante Baden-Württemberg. Und Mario und seine Frau, glaube ich, der Teamleiter, würde ich sagen, hat sich da mit mir in Verbindung gesetzt. Und weil sie auch ein komisches Gefühl bei der Klientin hatten. Die hat nämlich sich von Anfang an auch seltsam verhalten. Und die haben sehr schnell aber auch mitbekommen, dass der Papa schon bei ihr war, das hat sie auch erwähnt, hat denen aber gegenüber behauptet, dass sie unseren Ergebnissen nicht Glauben schenken kann und tatsächlich glaubt, dass wir irgendetwas an den Ergebnissen manipuliert hätten. Und deswegen würde sie gern sozusagen eine zweite Meinung einholen. Was sie aber teilweise, wie sie sich gegenüber Mario während den Telefonaten auch verhalten hat, hat dann auch bei ihm rote Flaggen aufleuchten lassen. Es waren ähnliche seltsame, nennen wir es Geistertelefonate, es waren Dinge, an die sie sich plötzlich nicht mehr erinnert, dass sie die gesagt hat, und sie hat auch unglaubliche Storys erzählt, und eine davon ist zum Beispiel der Hamster aus dem Jenseits. Sie hat erzählt, sie hatte ihrer Tochter einen Hamster gekauft und geschenkt, und eines Morgens wäre sie aufgestanden und der Hamster wäre tot im Käfig gelegen. Ein Hamster, wie auch Meerschweinchen, haben nicht die längste Lebensdauer. Wir haben keinen Hamster da gesehen, also nur Meerschweinchen. Aber kann ja sein, egal. Sie haben den Hamster dann genommen und hätte ihn vergraben im Garten. So, und es war abends, wo das passiert ist. Und sie hat sich dann die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie sie ihrer Tochter halt erklärt, dass der Hamster tot ist, weil die Tochter an ihren Tieren einfach hängt und sie weiß, dass es sie trotzdem sehr traurig machen wird. Und am nächsten Morgen kam die Tochter zu ihr reingelaufen und hat als mehr oder weniger gesagt, dass irgendwas komisch an dem Hamster wäre. Und sie meinte wohl, ja, natürlich was komisch an dem, der ist nicht mehr im Käfig, der liegt begraben im Garten. Und da sagte sie, nee, der verhält sich noch komisch. Und dann sei sie zurückgekommen und der Hamster hätte wieder im Käfig gesessen.
Aber der hätte nur halt sich irgendwie anders als sonst verhalten, so ein bisschen, als wäre nur so halb da, also ganz komisch. Sie haben dann nachgefragt, ja, hast du denn den Garten ausgegraben, geguckt, ob der tote Hamster noch in der Kiste ist? Das hat sie dann noch nicht getan und dann gab es auch keine Antwort mehr. Ist schon ein bisschen sehr fraglich. So, ja. Und das hat mal halt Mario und sein Team halt auch gedacht, irgendwas ist doch da ein bisschen komisch dran. Und die haben uns dann gefragt, würdet ihr mit uns zusammen nochmal da eine PE machen? Bei der Klientin. Und daraufhin haben wir natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Allein, wenn sie uns vorwirft, wir hätten da irgendwas von unserer Seite manipuliert, das geht mal gar nicht. Ganz nach dem Prinzip hier, wer im Glashaus sitzt, ja. Also natürlich machen wir damit, weil wir sind auch daran interessiert, da noch mehr Licht in den Fall zu bringen. Das hat dann die Ghost Hunter Baden-Württemberg, nochmal schönen Gruß an dieser Stelle, haben dann der Klientin auch gesagt, wir würden gerne mit Ander Papa zusammen bei dir eine PE machen. Und seitdem haben sie nichts mehr von der Klientin gehört. Warum auch immer, vielleicht will sie nicht, dass wir nochmal kommen, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei. Es gibt einem natürlich schon zu denken, diese ganze seltsame Reaktion, dass da auch andere Teams sofort skeptisch waren, sagen, das stimmt irgendwas nicht. Und da drängt sich natürlich schon diese erste Schlussfolgerung auf. Da ist jemand, der einfach Aufmerksamkeit sucht und extrem lange Strecken geht, um zu faken. Eine Äußerung der Clinton, die wir aufgenommen hatten, könnte zum einen ihre Einstellung, wir würden etwas zu unseren Ermittlungen hinzufügen, untermauern. Das war die folgende hier. Thomas saß zu dem Zeitpunkt bei den beiden Frauen mit im Raum. Es ist daher nicht 100%ig sicher, dass wir mit dieser Aussage gemeint waren. Vielleicht haben sie sich auch über etwas anderes unterhalten. Jedoch falls nicht, lässt diese Aussage tief blicken. Zum Punkt der angeblichen temporären Besessenheit, mit den Aussagen, die Frau ist böse und geht ins Zimmer, könnten unsere eigenen Aussagen zuvor eventuell I auf die Idee gebracht haben. Was ist, wenn das was ist, was Energie zieht? Irgendwas hat mich ja jetzt rüber geschickt. Ne? Du hast ja auch schlecht gefühlt oben. Also auf einmal wie, könnte man ja auch vergleichen mit krank. Richtig, ja. Doch, kommen wir mal zur zweiten Theorie. Die eigentlich auf der auch unser Titel dieses Videos basiert, dass ein Wunsch wahr wurde, der nun bezahlt werden muss, sozusagen. Also wir bleiben bei der Theorie, dass die Klientin in erster Linie von Beginn an ihr Leben etwas aufpeppen und peppen wollte, Aufmerksamkeit erlangen wollte, Aufregung, Action erleben und hat deswegen Spukphänomene erst einmal produziert. Mit ein paar gefälschten Bildchen, Videos und dem Krallenabdruck oben auf dem Dachboden und wollte dann ein Team überzeugen, dort eine Untersuchung bei ihr zu machen, weil Aufregung, Action und mal sehen, wie das so ist. So, nach der Voruntersuchung erfolgte natürlich dann Neugier ihrer Seite, weil wir sagten, wir haben tatsächlich ein paar Sachen gefunden, die wir uns nicht erklären können. Und so hat sie natürlich auch zugestimmt, die PE durchzuführen, weil sie jetzt selber neugierig war, wie, was haben die da gefunden? Kann doch gar nicht sein. Nach der PE war sie dann mehr als überrascht, genau wie wir. Wir hatten auch nicht mit den Ergebnissen so gerechnet, aber sie war überrascht und sicherlich auch ein bisschen verängstigt, weil sie einfach nicht damit gerechnet hätte, dass tatsächlich dort etwas in ihrem Haus ist und das nicht mal so freundlich ist. Das hat vielleicht wirklich unter anderem mit zu einem Umzug geführt, dass sie einfach wieder Sicherheit sein wollte. Und dann war sie im neuen Haus und erst einmal war alles ruhig. Aber in dem neuen Heim stellte sich dann nach und nach auch wieder ihr trister, trostloser, mondäner Alltag ein. Und sie erinnerte sich an ja, die Aufregung und auch den Spaß, in Anführungsstrichen, den sie während der PE hatte, weil wir haben ja auch mit ihr da gesessen und unterhalten und es war auch eine teilweise aufgelockerte Stimmung. Wir haben auch sie immer wieder beruhigen und verklären können und sie hat sich da schon recht wohl gefühlt. Also versuchte sie, das nochmal zu wiederholen und abermals uns auf den Plan zu rufen. Erst mit Kleinigkeiten so antesten, wie reagieren wir, werden wir kommen, es ist nicht so wichtig, es ist nicht so schlimm, aber vielleicht, wenn ihr mal Zeit habt. Dann hat sie aber gemerkt, dass wir erstens keine Zeit hatten und auch nicht wirklich jetzt besonders interessiert war, noch einmal in ihren Fall reinzugucken. Also musste sie alles ein bisschen spektakulärer machen und
krassere Sachen erzählen, die passieren, die dazu geführt haben, dann am besten auch die Kinder involvieren, denn sie wusste, dass Dringlichkeit bei uns immer sehr nach oben geht, wenn Kinder in Gefahr oder in Bedrohung sind. Und dementsprechend hat sie dann das mit reingeführt und hat dafür gesorgt, dass wir die Voruntersuchung gemacht haben. Während dieser Voruntersuchung hat sie dann diese Poltergeistphänomene produziert, in der Hoffnung, uns halt richtig nicht zu schocken, aber uns so an den Haken zu bekommen, dass wir mitmachen. Und was auch dazu geführt hat. Dann kam aber wieder die Überraschung, dass wir tatsächlich noch andere Sachen festgestellt haben während der Voruntersuchung. Deswegen auch die PE machen. Wir haben die Voraussetzung gemacht. Da konnte sie dann nicht mehr viel faken, musste sie aber auch nicht, weil dann wirklich was los war, worüber sie selber sehr verwirrt war. Vielleicht hat sie versucht, noch ein bisschen mit reinzuspielen, mit diesen Besessenheit und später mit dem Telefon und so weiter. Aber sie war extrem überrascht und auch verunsichert und ungläubig, was wir ihr dann präsentiert haben, was wir nicht nur erlebt, sondern auch gefunden haben nach der Analyse. Also kann es sein, dass ihre anfänglichen Fakes und Spielereien sowas wie eine tote Zelle erweckt haben in beiden Häusern. Sprich, das waren schlafende Zellen, in denen Entitäten anwesend waren, aber nicht aktiv waren. Ja, für sich waren, ihre Ruhe hatten. Und erst dieses Aufrütteln und Nachfragen und dann auch eben paranormale Teams da sind oder ein Team da ist, das dann auch richtig aktiv damit arbeitet, dass das dann Reaktionen aufgeweckt hat und diese Entitäten auf den Plan rief. Das könnte sein. Und das war dann die große Überraschung. Sie hat sich gewünscht, dass es bei ihr spukt und dann wurde der Wunsch wahr und das hat ihr letztendlich dann nicht mehr so gefallen. Aber sie hat halt diese Angst oder diese Unsicherheit auch ganz schnell wieder vergessen und wieder versucht, einen obendrauf zu setzen. Und das könnte natürlich auch dazu führen, dass irgendwann die geistige Welt zurückschlägt und sagt, hier, irgendwann ist Schluss mit deinen Spielereien. Das ist nicht unser Ding. Ja, und jetzt zeigen wir dir mal, wie es wirklich ist, wenn es spukt. Auch das wäre eine Möglichkeit, eine Mischung aus. Ich spiele was und dann, oh, ich habe was aufgeweckt und jetzt ist es echt. Be careful what you wish for. Möglich. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit. Die dritte und letzte Möglichkeit würden wir, sagen wir mal, im Zweifel für den Angeklagten nennen oder auch, sie war nie alleine. Und die Möglichkeit beruht darauf, dass unsere Klientin schon seit langer, langer Zeit einen permanenten Begleiter hat, der eher negativ einzustufen ist in seiner Natur und auf den andere anwesende Entitäten, wo sie mit dieser Begleitung hinkommt, dann eigentlich mehr nur reagiert haben. Wie die Frau zum Beispiel und im anderen Fall dort auch verschiedene andere Entitäten auf diese dunkle Präsenz reagiert haben, die mit ihr in Verbindung steht. Woher kommt diese Präsenz? Dafür müssen wir, wie wir schon erwähnt haben, sagen, dass sie und auch ihre Mutter schon seit langer, langer Zeit, noch bevor sie im ersten Haus dann gewohnt hat und dann im zweiten, unglaublich enthusiastisch mit dem Paranormalen und der geistigen Welt waren. Sie haben überall, wo sie gewohnt haben, haben sie versucht, Entitäten dazu zu bringen, sich bemerkbar zu machen, sich zu zeigen, haben Fotos gemacht, sie haben immer wieder, zeig dich doch, mach doch was und so weiter. Und dann sind sie bis dahin übergegangen, auch Gläserrücken und andere Kontaktversuche durchzuführen. Und das mit, wenn überhaupt, nur rudimentärem Grundwissen. Und das, wie wir alle wissen, fehlerhaftes Gläserrücken, fehlerhafte Ouija-Board-Sessions können richtig zu Problemen werden, denn du öffnest Tore und lädst Entitäten ein, von denen du dir nicht einmal bewusst bist, dass sie da sind. Und wenn du dann die Verabschiedung nicht richtig hinkriegst, bleibt was an dir haften. Und in diesem Fall blieb etwas an dir haften. Ein negatives Wesen, das wir als Emotions- oder Energiefresser bezeichnen würden. Oder ganz easy bezeichnet es ein Unglücksfresser. Diese Wesen ernähren sich von der Energie, die ein Mensch ausstrahlt, wenn ihm negative Sachen passieren. Ja, wir haben eine Energieaura, die ist sogar physisch messbar. Das ist nichts Spirituelles in erster Linie, sondern es ist einfach da. Wir haben ein Energiefeld um uns selber rum. Wir funktionieren elektrisch, wie jeder weiß. Und Emotionen können diese Elektrizität, dieses Feld stärken oder auch schwächen. Und sowohl im Positiven wie im Negativen. Ja, positive Menschen, da sprechen dann Medien oder spirituelle Menschen von Personen mit hoher Schwingung,
die können ihren Umfeld, ohne dass sie es wollen, auch manipulieren, und dieses Energiefeld ist spürbar und es hält den Raum auf, es hält Gemüter auf und. Tiere fühlen sich zu solchen Menschen hingezogen und fühlen sich sicher bei denen, genau wie kleine Kinder. Und dann gibt es das Gegenteil. Gibt es die negativen Auren. Menschen, die einfach unglücklich sind, denen immer wieder irgendein Mist passiert, und die ziehen eine Schwere um sich herum, und die auch sichtbar und spürbar ist. Und sie schwächen sich selbst geistig damit immer mehr, mental. Und an solchen Wesen, an solchen Auren haben halt eben solche dunklen Wesen, solche Energiefresser, ihre wahre Freude, denn das ist einfach pure Nahrung, pures Fastfood. Umso länger solch ein Wesen an einer Person hängt und umso mehr es zu fressen kommt, umso stärker wird es auch. Das ist eine Tatsache. Wir können auch mit unseren eigenen Emotionen, können wir geistige Wesen stärken. Beide Seiten. Ja, mit positiven, positive, und mit negativen, negative. Obwohl das Negative oft eher unbewusst passiert, weil man das eigentlich nicht absichtlich macht. Man will nicht absichtlich ein solches Wesen nähren. Aber das Wesen wird stärker und sein Einfluss auf die Person wird stärker. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Das Wesen selber kann genug Energie aufbringen, weil es genug zu fressen bekommt. Wenn man sich das Leben der Klientin in den letzten, was sie uns berichtet hat, Jahren anschaut, ist es auch nicht so doll verlaufen. Sie hat sehr viel Negatives erlebt. Das kann für sie viel Energie und viel Nahrung gesorgt haben. Das Wesen könnte also selber stark genug sein, um tatsächlich solche Poltergeistphänomene auszulösen. Um sie herum. Ist ja immer um sie herum passiert. Ebenfalls könnte es temporär sie besetzen und durch sie sprechen. Vielleicht kann man das sogar so weit spinnen, dass es sogar sie steuern kann in ihren Handlungen. Also es bleibt immer noch die Möglichkeit, dass sie selbst diese Poltergeistphänomene verursacht hat, aber vielleicht ohne es zu merken. Vielleicht wurde sie in diesem Moment von diesem Wesen gesteuert. Das Wesen hat sozusagen die Tasse gepackt und weggeschmissen. Und da könnten dann auch, sagen wir mal, diese Erinnerungslücken herrühren, dass sie gar nicht weiß, dass sie das selber war, und dann auch vehement behauptet, das war ich nicht, und selber auf die Dings reagiert. Denn mit dem Tisch könnte sein, dass das Wesen einfach ihr Bein benutzt hat, nach hinten ausgeschlagen hat, um den Tisch umzuwerfen, und keiner hat es in dem Moment so mitbekommen. Es würde auch die temporäre Besetzung erklären, als sie draußen auf der Terrasse diese Sachen gesagt hat, denn wir dürfen ja auch nicht vergessen. Wir kamen zu der Frau zu sprechen und haben gesagt, die Frau ist gut, will helfen, will ihr auch der Klientin helfen. Und das will das Wesen nicht. Und natürlich hat das Wesen dann durch sie gesprochen und gesagt, die Frau ist böse, die Frau will ich nicht hier. Und dann haben wir darauf reagiert, dann war wieder die Klientin da. Dasselbe kann sein mit der Tasse, ja, dass die Tasse ihr aus der Hand gezogen wurde, weil die Tasse für sie eine emotionale Bedeutung hatte. Das Wesen wollte wieder ein bisschen Energie kriegen, weil es halt auch mit uns noch zu tun hatte. Genauso wie mit geht in das Zimmer. Uns A, vielleicht von der Klientin wegzulocken, dass wir von ihr weggehen. Zum anderen aber vielleicht auch, weil es uns dort attackieren wollte. Sowohl Nicole attackieren mit dem Blockieren und mit den Bauch- und Rückenschmerzen, einfach auf Schwächen reingreifen, die jemand physisch hat. Denn auch ich hatte starke Rückenschmerzen in dem Raum. Und nicht sehr viel später, nach diesem Vorfall, hatte ich auch den Ischias-Vorfall. Also ich hatte die ganze Zeit extreme Rückenschmerzen. Kann also damit zusammenhängen. Und auch diese Murmel vor die Füße werfen, kann man als Attacke sehen. Und wenn das Wesen wirklich so stark ist, dank der Nahrung, die es bekommen hat, ist es natürlich auch gut möglich, dass es eben ja Murmeln oder seltsame Papierkugeln, Klebebandkugeln, woanders manifestieren konnte. Es ist eine Möglichkeit. Ja. Und noch etwas war, nämlich was von Anfang an auch interessant ist, wenn das Wesen will, dass es der Klientin weiterhin schlecht geht, dann kann es natürlich auch dafür sorgen, dass es ihre Glaubwürdigkeit untergraben hat und untergraben wollte von Anfang an. Es manipuliert sie, diese Fakes zu verursachen, oder sorgt dafür, dass immer nur dann Sachen passieren, wo die Meinung ganz schnell in die Richtung gehen kann, das war sie selbst. Und aber nur zu, sagen wir mal, ein paar Prozent und dann ein bisschen was trotzdem Übernatürliches präsentieren, dass
sie nicht komplett unglaubwürdig ist, dass das Team trotzdem kommt, weil während das Team da ist, könnte dieses Wesen wiederum Dinge tun, wie zum Beispiel diese Sachen, die sie gesagt hat, um ihre Glaubwürdigkeit wiederum zu untermalen und auch uns sozusagen auseinanderzuzerren. Ja, wir haben diese extreme gegensätzliche Meinung gehabt im Team, wirklich 50-50. Carsten und Thomas absolut skeptisch und dagegen und auch gegen alle Phänomene und immer der im Hintergrund, das hat irgendwie die Klientin gemacht, obwohl es in mancher Hinsicht überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, wie zum Beispiel, wenn man sieht, wie Carsten auf die SLS-Live-Aufnahme, er hat ja auf den Bildschirm geguckt, reagiert. Dass Thomas sagt, ja, er war das mit der Murmel, obwohl die Murmel überhaupt nicht in seiner Nähe war. Das Ignorieren des Rampots von den beiden. Überhaupt gar nicht drauf eingehen, weil ist eh nicht echt. Dass diese Grundeinstellung ist normalerweise nicht unsere Grundeinstellung, bei keinem. Weil wir immer sagen, immer offen, objektiv in einen Fall hineingehen und beide Seiten immer abwägen am Ende. Aber hier war es wirklich so ziemlich deutlich, 50% waren absolut gegen alles und sagen, das ist alles eh nur Quatsch. Und die anderen 50%, in dem Fall Nicole und ich selbst, waren eher im Zweifel und im Gefühl, da steckt mehr dahinter, da steckt auch irgendetwas Paranormales dahinter. Da ist etwas, was nicht im Bereich, in der Kontrolle der Klientin ist. Und deswegen wurde vor allem auch gegen uns beide dann vorgegangen. Also körperliche Schwächen verstärkt, was negative Wesen sehr gut können. Wie gesagt, mein Rückenschmerz wurde immer schlimmer und es dauerte dann auch nicht mehr lange, bis ich richtig böse den Ischias hatte und fast 9-10 Wochen flach lag und ausgeschaltet war. Das fing dort an mit den Rückenschmerzen extrem. Man sieht es auch teilweise, wenn ich draußen auf der Terrasse sitze, dass ich immer nach vorne gehen musste und konnte nicht lange an einem Ort sitzen oder stehen. Und auch Nicole ging es sehr, sehr schlecht. Es macht Sinn, dass wir angegriffen wurden. Also kann es sein, dass das Misstrauen gesät wurde mit Absicht, dass alles sich eigentlich letztendlich gegen die Klientin richten sollte und dass dieses Wesen weiter zu futtern bekommen sollte. Auch das ist nun mal eine Möglichkeit. Damit sind wir eigentlich auch am Ende erstmal dieser Präsentation und eigentlich können wir euch auch nur mit den drei Conclusions sozusagen alleine lassen und ehrlich gesagt, uns würde interessieren, was ihr meint, zu welcher Lösung ihr tendieren würdet, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet, wäre das sehr interessant für uns, auch zum Durchlesen. Denn ja, jeder im Team tendiert zu der einen oder anderen Lösung. Ich persönlich gebe hier nur meine eigene Meinung und ich tendiere tatsächlich eher zur letzten, zur dritten Möglichkeit, weil ich auch einfach von der Einstellung her bin, dass ich eben Leute nicht so einfach verurteile, sondern immer trotz allem, sagen wir mal, ein bisschen liberal bleibe, demokratisch bleibe. Und es macht für mich tatsächlich vom Bauchgefühl, ist es das Dritte. Sie wird manipuliert, sie hat was Dunkles bei sich, das eben all diese Dinge durch sie und mit ihr verursacht. Und wir konnten definitiv ungeklärte Phänomene einfangen, feststellen, die auch außerhalb der Kontrolle der Klientin lagen. So, also da war auf jeden Fall was. Nicole sieht es auch so und der Rest vom Team tendiert halt zwischen den anderen Lösungen. Deswegen, wie nochmal gesagt, wäre sehr interessant von euch zu hören, was ihr denkt, was hier am nächsten der Fall sein könnte. Wir haben natürlich trotzdem ausgeräuchert, bevor wir gegangen sind. Thomas hat sein Reinigungsritual durchgezogen. Auch die Klientinnen und die Kids wurden ausgereinigt und das war eigentlich erstmal das Einzige, was wir machen konnten. Danach hat sich allerdings der Kontakt zu der Klientin auch im Sand verlaufen. Wie gesagt, dann kam das mit dem anderen Team, mit den Ghost Hunter Baden-Württemberg, die sich dann plötzlich bei uns gemeldet haben, dass sie sich bei diesen gemeldet hätte. Und auch dort ging es aber nicht weiter, denn sobald sie wohl gehört hat, dass die gerne mit uns zusammenkommen würde, ja, hatte sie wohl keine große Lust mehr, dass wir noch einmal vorbeikommen. Das heißt aber nicht, falls sie Hilfe braucht, Fragen hat oder vielleicht das Video jetzt gesehen hat, wenn sie dazu irgendetwas uns fragen möchte oder doch Hilfe braucht, haben wir trotzdem ein offenes Ohr für sie. Also hier an dieser Stelle, falls du das gesehen hast, kein Problem, melde dich bei uns, die Nummern solltest du noch haben. Und damit sind wir am Ende dieser Präsentation. Danke für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, nochmal sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich hoffe, die nächsten Videos werden jetzt nicht mehr so lange dauern.
Aber versprechen kann ich nicht. Es kann immer Unvorhergesehenes passieren. Aber lasst mich euch versichern, wir sind immer noch da und wir machen auch immer noch weiter. Und es gibt auch noch genug zu präsentieren, selbst wenn wir momentan keine aktuellen Fällen nachgehen. Aber auch das kommt wieder, machen wir. War ein komisches Jahr. Ich hoffe, wir können es wenigstens besser abschließen. Ja, noch ein kurzes Vorwort zum nächsten Fall, der eigentlich ja ursprünglich zusammen mit diesem präsentiert werden sollte. Im nächsten Fall geht es auch wieder um einen Fall, in dem der Wunsch, dass dort etwas an der Location, wo wir hin sind, bei den Klienten etwas Paranormales vorgeht, was wir erklären und beseitigen können, extrem groß war, weil die Alternative zu erschreckend war für die Klienten. Nennen wir es so. Hier war der Grund ein ganz anderer, warum um paranormale Aktivitäten gehofft wurde, als in dem Fall, den wir jetzt gerade präsentiert haben. Und doch, sagen wir mal vom Ergebnis, es passt zu diesem Fall. Auch eine Variante, warum manchmal Dinge ja fast schon mit Gewalt in eine Richtung geschoben werden, weil, wie gesagt, die Alternative viel schlimmer wäre, die nicht paranormale. Und das, darauf könnt ihr euch dann im nächsten Video freuen. Setze ich mich auch direkt dran, wenn ich das hier hochgeladen habe. Und ich hoffe, dass es dann innerhalb von Oktober bis zum November hin wieder rauskommt. Und nach beiden Videos wollen wir eigentlich mal so eine kleine Diskussionsrunde mit euch, wer Lust hat, ins Leben rufen. Wahrscheinlich über unseren Discord-Server, weil es am einfachsten ist, weil da die meisten Leute reinkommen können und auch mit uns reden können. Denn gerade diese Thematik, was diese beiden Fälle behandelt, würden wir gerne mal einfach mit euch besprechen. Eure Meinung dazu hören, mit euch drüber diskutieren. Würden wir uns sehr spannend vorstellen. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und ansonsten an dieser Stelle gehabt euch wohl und dann bis demnächst. Adios. Been through the storm, through the pain, but our spirit can't be tamed. We'll rise above with every breath, defying the odds, ignoring the death.